Jetzt darf ich auch alle herzlich begrüßen zur dritten schon Zukunftsbergschau. Das ist erstaunlich, weil die deutsche Sprache hat eigentlich nur zwei Future, Futuras, Futur 1 und Futur 2. Wir setzen neue Maßstäbe, haben Futur 3 jetzt eingefügt. Was ist denn die zweite Futur, zweite Zukunftsform von ich gehe? Futuri. Ich gehe, ich werde gehen. Mein Gott, Latein und völlig versagt. So, Futur 3 quasi heute. Meine Zukunft hat vor 3 Wochen ungefähr begonnen. Kurzer Schwenk, bevor es dann richtig losgeht mit der Kelly. Und zwar habe ich meine Sinne wieder neu entdeckt. Und der Grund dafür steht hier, das wollte ich ganz kurz vorstellen, weil ich die Musik extra angelassen habe dafür. Ganz leise. Leonard Cohen. Aber, wie gesagt, ich habe meine Sinne neu entdeckt. Zurzeit laufen alle mit so iPads, Ohrstöpseln rum. Man hört Musik eigentlich nur noch belanglos im Vorbeirauschen. Und jetzt habe ich vor 3 Wochen Anfrage bekommen wegen dieser Boxen. Die wollen sie mir hier sponsern, deswegen stehen sie auch da. Und seitdem ist meine Zukunft schöner geworden. Ich höre nämlich wieder richtig. Darf ich mal kurz vorführen? Bitte jetzt alle mal die Ohren zuhalten. Nein. Hast du meinen Song eingespielt? Nein. Haben wir einen gemeinsamen Song? Nein. Gemeinsam habe ich heute gesagt. So, mal ganz kurz. Nur ein paar Minuten. Nur ein Konzert lang. Hört mal, macht mal die Augen zu und hört einfach mal wieder bewusst. Jetzt ist gerade das Lied aus, ne? Aber ich hab unendlich viele hier in meiner. So, jetzt. Augen zu? Kelly, dein Dancefloor. Sehr schön. Na, also auch bei der Kelly hat die Zukunft gerade begonnen. Sie hat es tanzen. Kleiner Seitenkick. Wunderbare Boxen, die werden dauernd hier sein. Also dauernd jetzt in die Zukunft eben uns vielleicht noch viel oder sicher viel Spaß machen, mir zumindest. Und jeder, der sie hören möchte auch, kann jederzeit herkommen. Wir können die vorführen, die sind auch wirklich hier im Einsatz. So. Das war meine Zukunft. Ich habe eine schöne, ihr denke ich auch, jetzt mit der Kelly. Und ich werde jetzt gehen werden. Ja? Lieben Dank, Michael. Das hast ja doch noch ein Thema gefunden, denn er hat mich kurz vorher angesprochen und hat gesagt, ich habe kein Zukunftsthema. Ich kann mit der Zukunft überhaupt nichts anfangen. Und du hast keine Zukunft, genau. Okay, auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen zur dritten Zukunftswerkstatt Extrafactor. Mein Name ist Kelly Kelch. Ich bin Inhaberin der Mediaagentur Architekturdesigner und Initiatorin dieses Events hier und auch Herausgeberin des News-Channels Architekturdesigner XA. Ja, und letzteres spiegelt auch meine Passion wider, Themen der Zukunft offen zu legen, die die Bereiche Architektur, Design und Real Estate im weitesten Sinne sowie im ganz konkreten Sinne tangieren. Und für den heutigen Abend konnten wir Experten gewinnen, die nicht nur meine Passion teilen, sondern sie setzten sie bereits in konkrete Projekte und auch Tools um. Außerdem werden wir heute etwas für die Nachwuchsarbeit leisten. Denn Studierende der TU München, genauer Chair of Architectural Informatics, präsentieren unter Leitung von Professor Dr. Franz Petzold ihre Interpretation eines Virtual Art Spaces, die zudem auch live hier ausprobiert werden können. Die haben draußen dort, wenn er rauskommt, auf der linken Seite all ihre Projekte live zu begehen. Also ihr könnt alles ausprobieren, was dort gezeigt wird. Und diese Arbeiten entstanden in Kooperation mit dem XR Hub Bavaria, die auch einer unserer Partner des heutigen Events sind. XR Hub Bavaria beschäftigt sich mit Fragestellungen rund um XR-Technologien und ihre zahlreichen Anwendungen. Und außerdem werden sie vom Bayerischen Ministerium für Digitales auch gefördert. Und ich darf an dieser Stelle auch die Leiterin Silke Schmidt, die steht hinter der Säule, ganz versteckt, und ihr Team herzlich willkommen heißen. Aber sie wird später noch ihre Bühne bekommen und auch noch ein paar Worte sagen können. Und ein weiterer Partner, den wir auch als Eventpartner gewonnen haben, ist Dres und Sommer. Und sie schlossen sich kürzlich mit dem Unternehmen Die Werkbank zusammen, die uns im dritten Slot eine Weltneuheit präsentieren werden. Und abschließend darf ich noch unseren Medienpartner auch benennen. Wir konnten hierfür das Architekturmagazin Cube gewinnen.
mit dem ich auch eine langjährige Kooperation verbinde. Wir begleiten den Verlag in der Einführung digitaler Medien und Nutzung künstlicher Intelligenz. Und ein kleiner Hinweis zum Ablauf der Veranstaltung. Wir haben im Prinzip 4 Hauptreferenten. Sie werden in 25 Minuten, Ausrufezeichen, weil ich die Folienanzahl kenne, ihre Thematik vorstellen. Und dann, gleich im Anschluss haben wir noch 5 Minuten für Fragen, die gestellt werden können. Und danach gibt es dann eben die Präsentation, eine Kurzpräsentation der Studierenden für ihre Projekte. Und danach wird dann wirklich die Costoluto-Bar für alle Schandtaten bereit sein. Und wie gesagt, Essen steht ja schon da. Ja, aber nun zu unserem ersten Referenten. Man erkennt es nicht sofort, denn nach außen hin wirkt er eigentlich abseits seiner Profession, aber tatsächlich ist er in erster Linie Architekt. Aber eben auch Experte für Industrial Metaverse, Web 3.0, BIM und Mixed Reality. Die Kombination lebt er als Dozent an der OTH Regensburg in vollen Zügen aus. Und was ich damit meine, wird er euch gleich zeigen. Und wir kennen uns auch schon einige Jahre und wir haben anfänglich auch schon einen Podcast gedreht und auch Tutorials im Zuge dieser Thematik aufgenommen. Darauf will ich nochmal verweisen. Die können auf unserem News-Channel auch abgerufen werden. Aber mit seinem Vortrag Baukrise, eine Schlüsselbranche in der Not, wird er uns nun, beziehungsweise wird Schandor Horvath uns nun durch das Thema führen. Lieber Schandor, die Bühne ist dein. Normalerweise ist es ein bisschen länger. Um einiges. Wir sind hier in der Zukunft. Wir sind in der Zukunft, wir müssen ganz schnell durchgehen. Also, freut mich, dass ich hier sein darf. Gestern war ich übrigens in Leipzig, da hatte ich 90 Minuten und normalerweise quäle ich meine Studierenden mit 3 Stunden Vortrag zu diesem Thema. Aber jetzt versuche ich es runter zu nicht rattern. Ich möchte Sie natürlich mitnehmen bei diesem Thema. Klingt ein bisschen düster, Baukrise, ja, ist es auch. Aber wir versuchen ein bisschen Lösungen, vor allem Bottom-up-Lösungen zu bieten, wie man dem begegnen kann, wie wir die vielleicht aufflammende Krise bewältigen kann. Aber lassen Sie sich mal inspirieren. Das bin ich, also Dozent an der OTH. Ansonsten beschäftige ich mich mit verschiedenen Sachen. Das ist zuerst einmal meine erste Aufgabe, Building Information Modeling, den Studierenden nahezubringen, auch interfakultär nahezubringen. Extended Reality, ein Beispiel hier. Also Frank, wir an der TU München, da mussten wir das noch in den ersten Semestern basteln und auch per Hand zeichnen. Jetzt geht alles mit IFC und mit 3D-Modeling und ich platziere das dann vor mir in der Realität. Kelly, ich hoffe, du bist nicht böse. Ich habe jetzt einen neuen Podcast, mache ich mit dem Stefan zusammen. Web3 Welt, die Adaption von dieser Evolutionsstufe des Internets in die reale Welt. Das soll ein Podcast sein. Übrigens 72 Stunden, das ist wirklich brandaktuell. Gestern waren es noch 48 in Leipzig, als ich meine Präsentation gehalten habe. Künstliche Intelligenz drückt sich bei uns auch immer weiter rein. Vor allem das Thema Kostentermin und Qualität. Da sind wir jetzt mit dem TIKI-Institut, Technologisches Institut für angewandte künstliche Intelligenz, haben eine Partnerschaft. Und was mich total freut, ist jetzt gerade in der Mittelbayerischen gestern gekommen, immerhin 250.000 Leser, was das Metaverse bedeuten könnte für die Planung. Und hier sieht man es eigentlich noch mal schöner. In der Zeitung wurde hier sogar gesagt, es geht um die Zukunft der Baubranche. Also, uiuiui. Freut mich auf jeden Fall. Wir haben nämlich auch ein neues Gebäude. Zusammen mit dem Bayerischen Bauindustrieverband haben wir an der OTH Regensburg ein Gebäude bezogen, nur für das Thema Digitalisierung im Bauwesen. Also man merkt vielleicht auch aus der Branche heraus, wie wichtig dieses Thema ist. Hier bin ich mit Markus Blume zusammen, unserem Staatsminister, zeige ihm, also das sieht man relativ schlecht, ich habe hier ein iPad Pro mit LiDAR-Sensorik. Das Objekt, was ich vorhin gescannt habe, ist auch nicht drauf. Es war so 5 Meter lang, so ein Kanu. Habe ich gescannt. Habe ich dann auf eine Plattform übertragen, wo dann die Studentin das in ihrer VR-CAD-Umgebung hatte. Und die andere Studentin, die war oben im 3. OG im Gebäude. Aber ob sie da war oder in Berlin oder Shanghai, völlig egal.
Die beiden haben sich getroffen in diesem virtuellen Raum, haben meinen Scan nachmodelliert, konnten daraus dann eine strömungsmechanische Simulation machen, nochmal optimieren und dann weitergeben an die Produktion. Also man sieht, wie tolle Sachen vom Scan bis zu Rapid Prototyping, was da alles möglich ist. Also bei uns geht es richtig ab, alles super, würde man meinen, aber es hat eigentlich einen sehr doofen Hintergrund oder, na doof, man kann gar nicht doof sagen, denn manchmal fühle ich mich genauso, wenn ich die Nachrichten lese, könnte ich manchmal mein Gesicht auf den Bildschirm klatschen. Jetzt, ich habe zwei Gründe mitgenommen, einmal das Thema Preisstabilität und Ressourcenverschwendung. Ich denke, das kennt man, das hat sich zum irrsinnigen Transformer entwickelt. 1,9, 7,19, was könnte das sein? Die erste Reihe wird verschont, weil danke, dass ihr hier seid. Zweite Reihe, was könnten das für Zahlen sein? Schätzen Sie. Erste Zahl? Also Milliarden, ja, erstmal Milliarden, das ist richtig, aber dahinter verbirgt sich vor allem 1,9 Milliarden Euro sollte die Kiste Berliner Flughafen kosten. Am Ende hat die 7,1 Milliarden gekostet und ist 9 Jahre später gekommen. So, schönes Gebäude, gar keine Frage. Das schießt nochmal den Vogel ab. Was meinen Sie da? 77 Millionen ist richtig, nochmal dasselbe Budget, finale Kosten. Also man stellt sich mal vor, wenn ich zum VW-Händler gehe, sage so, ich möchte einen Neuwagen, 50.000 Euro, hole ich in einem halben Jahr ab, oh, wir haben uns verschätzt, sind doch 600.000 Euro. Also so in dem Verhältnis. Und das sind nicht mal die Gesamtkosten, sondern das sind die Kosten, die die Stadt Hamburg, also aus öffentlicher Hand, kommen mussten. So, aber mir ist an mir. Was ist das? Zweite Stammstrecke, München. Nochmal dasselbe? Nee, nicht dasselbe. Bei 3,8 Milliarden Euro wurde budgetiert, bei 7,2 Milliarden ist der Untersuchungsausschuss eingetreten und der Untersuchungsausschuss hat gemeint, die Kiste könnte sogar 14 Milliarden Euro kosten. Meine Partnerin hat mir eine WhatsApp geschickt, Olympia, Zelt, Dach wird saniert. Letztes Jahr aufgerufen 85 Millionen Euro und jetzt liegen die Preise bei 280 Millionen. Also boah, ich weiß nicht, was da. Ich weiß ein bisschen, was passiert. Und das ist auch nicht schön. Jetzt habe ich nur einzelne Elemente genannt, aber wenn ich die Energiewende betrachte, also wir wollen ja irgendwie Ökostrom haben von den Offshore-Windanlagen runter nach Süden bringen, da hinken wir extrem weit hinterher. Das ist jetzt nur für Deutschland, aber auch im internationalen Vergleich, wenn ich jetzt hier die wichtige Güterverkehrsstraße Helsinki-Palermo, ich sage mal unsere Seidenstraße, die Österreicher, da gibt es irgendwie Berge, habe ich mir sagen lassen, die Tunnel sind soweit fertig und wir haben noch nicht mal die Genehmigung fertig für alle Bahntrassen. Also wir machen uns da wirklich, das ist nicht toll, wie das Ganze vonstatten geht. Und wie diese Preisexplosion bzw. auch Terminverschiebung entstehen können, da gibt es mehrere Gründe, gar keine Frage. Und Digitalisierung wird auch nicht alles lösen, aber das ist übrigens mein Lieblingsfoto. Da waren wir auf einer Baustelle, sind da hingeführt worden, warum auch immer der Bauleiter uns dorthin gebracht hat. Und hier vor allem der Monteur hat bis dahin montiert und dann hat er gesagt, so, bis dahin rechne ich ab. Und dann gibt es hier eine Behinderungsanzeige, weil ich nicht weiter kann. Also scheinbar haben sich hier Lüftung, Fachplaner für Lüftung und Flachdachentwässerung nicht miteinander abgestimmt oder hatten auf jeden Fall keine 3D-Modelle, die dann im Rahmen von Solibri Kollision erkannt hätten oder anderen Softwaren bei der Zusammenführung, wo man in der Planung gemerkt hätte, hey, nochmal umplanen, weil was ist jetzt? Drunter kann ich nicht, die lichte Raumhöhe wird sonst unterboten. Also Fakt ist, der Monteur rennt zum Bauleiter, der Bauleiter rennt zum Projektkoordinator, der Projektkoordinator ruft den Architekten, die Fachplaner an, die überlegen sich noch, was machen wir jetzt? Dann ist eine Woche vergangen und wir wissen alle Fachkräftemangel, der Monteur ist nächste Woche weg. Also das dauert jetzt eine Woche und dann sagt er, tschüss, ich bin schon auf der nächsten Baustelle. Ja, und davon will ich gar nicht sprechen. Ich gehe da jetzt nicht auf die Tiefe, weil Zeit, aber diese Zahlen wollte ich mal mitnehmen. Was Thema Ressourcenverschwendung, was da auch für ein Potenzial da ist. Ich habe mal Bauen und Betrieben mitgenommen. Für das, also die Bauindustrie ist für die Herstellung und den Transport von Baustoffen für 40% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich, also bis zu 40%. Das ist das eine.
Beim Strom, also bei Energie schaut es so aus, ich glaube, es sind 38% der weltweiten Energien werden für den Betrieb von Gebäuden und Anlagen aufgewendet. Bei Elektrizität sind es sogar 55%. Also, wenn Sie an der Stellschraube für die Klimaneutralität arbeiten wollen, ich glaube, in der Bau- und Immobilienbranche sind wir da ganz gut bedient. So, dann gibt es noch einen Grund, warum ich manchmal so vor dem Bildschirm sitze. Ist nicht nur, wenn ich die Preisexplosion sehe, sondern wirklich ganz aktuell das Thema. Und deswegen heißt es auch Baukrise. Eigentlich hieß die Vorstellung datengetriebene Baudigitalisierung ein bisschen positiver herangehend. Aber es gibt ein paar Mechanismen, wo ich sagen muss, und das haben Sie sicher in den Nachrichten mitbekommen, die Finanzkrise und Marktregulierung. Und da stelle ich mal diesen Bezug Finanzwirtschaft, Bauwirtschaft, fand ich ein super GIF, passt sehr, sehr gut, wenn man an die Immobilienkrise von 2008 zurückdenkt. Und ist die Frage, sind wir wieder da? Sind wir wieder bei so einem Zeitpunkt, wo die zentralisierten Systeme einfach scheitern? Silicon Valley Bank ist gescheitert. Riesen Bankrun übrigens über Social Media, viel extremer als vielleicht früher. Schwappt auch zu Europa rüber, vielleicht haben Sie mitbekommen, Credit Suisse, zweitgrößte Bank der Schweiz. Schweiz sagt man immer so, total sicher und passt alles, ja, Pustekuchen, die UBS hat es übernommen. Vorher musste, glaube ich, aber der Staat nochmal 50 Milliarden Schweizer Franken locker machen. Und wenn ich sowas lese vom Chefökonom von der Financial Times, dass Banken nur, also funktionieren nur bei gut Wetter und wenn die scheitern, muss dann der Steuerzahler dafür aufkommen. Ja. Das übrigens, hat man das mitbekommen? Zweitgrößte Bankenpleite in der US-Geschichte. Die First Republic Bank. Übrigens jetzt, das ist zwei Wochen alt, letzte Woche sind noch mehr Banken gefallen. Also bam, 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 Dominoeffekt. Und dann stellt sich die Frage, kommen wir dann auch in eine erneute Immobilienkrise? Habe einfach mal ein paar Schlagzeilen mitgenommen, die jetzt nicht so toll für diese Entwicklung sprechen. Das war der Tod des Wohnungsbaus. Da gab es jetzt auch eine Krisensitzung, den 14. Wohnungsbautag. Vielleicht hat man das mitbekommen von der GdW. Also gerade das Thema Wohnen, ganz, ganz großes Problem. Die Frau Geiwitz und Herr Habeck mussten da auch mal antrappen und ein bisschen erzählen, was die denn dagegen machen wollen. Die Frau Geiwitz musste auch noch beim Herrn Lanz ein bisschen erzählen. Ich habe das deshalb mitgenommen, weil das in der Diskussion sehr schön rüberkam. Diese 400.000 neue Wohnungen, das ist das, wo der Herr Scholz in den Wahlkampf gezogen ist. Laut allen Prognosen 2023 werden es ungefähr 250.000 neue Wohnungen sein, die hergestellt werden. Und nächstes Jahr, sofern wir überhaupt diese Zahl erreichen, sind wir bei 200.000 Wohnungen, Neubauten. Und Demand, Bedarf, gerade auch was die Zuwanderung anbelangt, aber auch sonst die Entwicklung, hätten wir Potenzial 700.000 neue Wohnungen. Also wir haben eine ganz nette, große Diskrepanz. Und gerade in der Kombination, vielleicht haben Sie es mitbekommen, die Preise bei den Immobilien stagnieren. Die Baupreise gegenüber dem letzten Jahr sind um 15% angestiegen. Also weniger Kaufpreis klingt erstmal cool für den Consumer, aber für einen Projektentwickler ist das natürlich jetzt nicht so optimal. Wenn mein Produkt weniger wert ist, aber mehr kostet, sind auf jeden Fall große Projektträger gerade auf Hold. Baugenehmigungen gehen zurück. Inflation ist natürlich das größte Thema und an Immobilienfinanzierung, die Anschlussfinanzierung, Sie wissen, wie das sein wird, wenn dann auf einmal nach 10 Jahren nicht 1% Tilgung da ist oder Zins getilgt werden muss, sondern auf einmal ist man bei 5, 6, 7%, zu was das führen kann. Ja, was machen wir? Das ist jetzt mal so dieses Marktsegment, in dem wir uns bewegen. Wir versuchen an der OTH, ich leite da das Labor OTH Bimixea, dem Baubetrieb zugeordnet, also eben die Themen ganzheitliches Bauprojektmanagement. Gekommen bin ich mit dem Thema BIM, Building Information Modeling, Extended Reality. Wir hatten einfach coole Brillen auch da. Mit HoloLens haben wir gearbeitet, mit HTC noch nicht. Fabian, da können wir vielleicht mal miteinander reden im Anschluss, was es da für Möglichkeiten gibt. Und meine Passion ist seit 2017 Thema Blockchain, Blockchain-Technologie. Und wie gesagt, KI drückt immer weiter rein. Gerade jetzt durch das Aufflammen von ChatGPT hat es nochmal
echt nachgelegt. Die ersten Abschlussarbeiten werden auch jetzt gemacht. Aber ich möchte mich auf das Thema Web 3 und Metaverse konzentrieren, was da für Lösungen da sind, wo wir von Bottom-up versuchen, diese Marktstrukturen irgendwie zu dämpfen oder zumindest auf neue Ideen hinzuweisen, was es denn außer diesem zentralisierten System noch auch geben könnte. Ich habe jetzt hier dieses Video, Web 3 Data Economy, da haben wir uns jetzt beworben beim Bundesministerium für Bildung und Forschung in sehr enger Zusammenarbeit mit dem Spitzenverband der Bauwirtschaft, dem Bayerischen Bauindustrieverband. Paar große Bauunternehmen sind da auch dabei. Da geht es darum, dass wir und die OTH und Markgraf, so, da sind ein paar Leute dabei, auf jeden Fall ein großes Konsortium, wo wir versuchen, Daten als Wertgut zu aktivieren, Baudaten, Immobiliendaten zu aktivieren, um so Anreize zu schaffen für die Digitalisierung. Das ist so mal die Baseline. Web 3, nur ganz kurz erklärt, Internet, www, erstmal diese Infrastruktur ist das Web 0. Web 1, wer so ein bisschen älter ist, wird jetzt auch ganz nostalgisch und denkt sich so, das war so die erste Stufe des Internet, Web 1, wo man, also Aussage ist, dass man nur lesen kann. Und diese kambrische Explosion war vor allem aufflammend, insbesondere mit dem mobilen Internet, wo wir, und da sind wir jetzt gerade, hauptsächlich Web 2, wo wir auch Inhalte kreieren. Also wir können nicht nur lesen, sondern wir können auch schreiben. Gut, da gab es so ein bisschen so ein Gästebuch vielleicht mal, aber viel Interaktion war ja da noch nicht da. Und mit Web 2, ich meine, jeder hat WhatsApp hier, hat 19 Milliarden US-Dollar gekostet, hat sich schon längst amortisiert, obwohl es eine kostenlose Software ist. Hier Airbnb, sowas zum Beispiel, hat keine einzige eigene Immobilienbestand, ist trotzdem der größte Anbieter von Übernachtungen weltweit. Dasselbe gilt auch für Uber, also diese Plattformökonomien, kein einziges Auto, aber größte Taxianbieter. Was dadurch möglich ist, also Datenplattformen, die datengetriebene Geschäftsmodelle haben, da wird man, glaube ich, merken, was da für eine Kapazität da ist, was da für eine Möglichkeit da ist. Hier, das habe ich jetzt mitgenommen, weil ich meinen Studierenden erklären wollte, was Blockchain oder was Bitcoin, ich bin jetzt kein riesen Bitcoin-Fan, aber zu verstehen, was es bedeutet, diesen Wert, Bargeld, kann ich übertragen. Ganz, ganz wichtig im Internet ist, dass ich, wenn ich eine E-Mail wegschicke, dann habe ich die E-Mail immer noch. Und Sie haben die E-Mail dann auch und können sie dann weiterleiten. Denn wenn das mit Werten, mit Geldwerten, aber auch mit Datenwerten so funktionieren würde, dann würde es nicht, also würde es sehr inflationär werden und hätte auch nicht diese Möglichkeit, ja, die Systeme ja, zu disrupten, sage ich mal. Bitcoin funktioniert so, oder diese Blockchain-Technologie, die dahinter ist, wenn ich etwas übergebe, also wenn ich 20 Euro übertrage, dann habe ich die 20 Euro nicht mehr, aber es ist keine zentrale Identität dahinter, die das verwaltet, also ein Buch führt, sondern es ist ein ganzes Netzwerk, was diese Transaktion koordiniert. Das habe ich aber einfach nur deshalb mitgenommen, also finden Sie, das hat einen Wert, das ist das teuerste impressionistische Gemälde, also es wird schon einen Wert haben, aber vor allem ist es ein Wertespeicher, also Geld hier zu platzieren, Inflation zu überbrücken, wie bei Gold ja auch oft. Aber ich bin der Meinung, und ich hoffe, Sie hier im Raum auch, sonst wären wir wahrscheinlich nicht bei dieser Veranstaltung, dass hier in diesen Daten ja auch Wert drin ist. Ich habe ja vorhin das gezeigt mit dieser Kollision. Also allein wenn ich diese Kollision, diesen Mangel beimesse, was das an Wert wäre oder was für einen Schaden entsteht, und wenn man das vorher gewusst hätte, diese zwei Modelle zusammengelegt werden, die Kollision erkannt wird, dann kann ich genau bemessen, ja, was hat denn das für einen Gegenwert? Und so sollte es eigentlich, ich habe so viele Slides leider rausgenommen, weil HAI, VOB, da sind so viele Sachen, die eigentlich von der Politik her diesem Ding hier, Building Information Modeling und der Aufbereitung von gut strukturierten Daten, eigentlich einen Wert beimessen sollten. Und weil es eben nicht so ist, leider, versuchen wir das eben mit anderen Konzepten, nämlich mit dieser
Web3-Technologie und haben eben DaviBau, Datenwirtschaft für die Bauindustrie, aufgesetzt mit dem Konsortium, wo wir ein Metaverse haben. Jetzt komme ich noch mit, ich mache heute ein bisschen Bullshit-Bingo. Nein, wir können uns darüber gerne noch im Nachgang unterhalten, was das Metaverse ist. Aber für mich, die Bezeichnung von Industrial Metaverse ist, dass wir eine Plattform haben werden, die georeferenziert ist und wo Daten als Wertgut aktiviert werden können. Und wenn diese Daten dann für andere zugänglich gemacht werden, dann möchte ich doch auch bitte eine Vergütung dafür haben. Also ich glaube, man könnte sowieso, kannst du mir mal kurz deine IFC-Daten drüber schicken, also wie lapidar das behandelt wird, obwohl man da so viel Hirnschmalz und so viel Zeit auch reingesteckt hat. Und man muss es gar nicht 3D planen. Gut, es gibt manche Auflagen oder manche Bauvorhaben, wo man nach der BIM-Arbeitsmethodik arbeiten muss, aber eigentlich kann ich doch bis heute, ich müsste den Computer nicht mal anfassen und könnte eine Genehmigungsplanung eigentlich nur mit Stift und Papier machen. Technisch geht das. Aber wir sehen ja, zu was es führt mit diesem Bild, was ich vorhin gezeigt habe. Genau. Wenn ich jetzt aber hier bin, Extended Reality, da wird Fabian wahrscheinlich noch ein bisschen auch noch was erzählen. Extended Reality ist dann nicht nur am PC, ist nicht nur in der Virtual Reality, wo ich abgekapselt bin, sondern ich kann dann diese Daten auch in die Realität holen. Und ich stelle mir das so vor, das ist angeblich das schlauste Gebäude Europas, zumindest die CAIMO hat das so in das Marketing geschrieben. Und ich habe mit der damals Deutschlandchefin, jetzt Europachefin von Schneider Electric geredet und die meinte, durch das intelligente Verschalten von allen Systemen und den Wetterdaten und den Betriebsdaten und was halt so rumwuselt an Mensch und Getier, wenn ich alle Informationen, die in einem Gebäude so ablaufen, vereine und sie intelligent aufeinander abstimme, also zum Beispiel, es kommt eine Kaltwetterfront und dann fahre ich schon meine Kerntemperierung so langsam hoch, gibt es wohl die Möglichkeit, 20-30% der Betriebskosten einzusparen. Sagen wir mal 20%. Und diese Intelligenz, das versuchen wir über unsere Plattform mit der Blockchain-Technologie, mit diesem Metaverse, auch anderen zugänglich zu machen. Also vielleicht möchte dieses Gebäude auch 20% einsparen. Und dieses auch. Der Bahnhof da in Berlin? Vielleicht auch. Und dieses Gebäude weiß, wie das gehen soll und warum sollten die nicht davon profitieren? Und wenn ich dieses Wissen zur Verfügung stelle, warum sollte ich nicht entlohnt werden? Zum Beispiel, du sparst dir 10% ein, ich bekomme 10%, du sparst dir, oder 15% Einsparung, ich bekomme 5%. Also Sie verstehen, so eine Marktwirtschaft, die datengetrieben dezentral entstehen könnte. Das ist so die Vision, die wir haben. Intelligente Gebäude. Intelligenz drückt bei uns auch extrem rein. Ich habe jetzt nicht alle Beispiele dabei, aber ich glaube, das kennt man mittlerweile. Es ist cool, also ist super gemacht. Wir haben natürlich ein anderes Thema ein bisschen, auch eher im Bereich der Kosten. Ich wollte aber unbedingt, weil ich ja auch Architekt von der Ausbildung her bin, dieses Video mal mitnehmen, als ich das gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das Fake ist oder ob das wirklich so ist, aber wenn es so ist, ich bin schon auf der Warteliste, dann bin ich auf jeden Fall ziemlich baff. Und zwar Text nicht wie bei ChatGPT, sondern Text in Raum umzuwandeln. Kann der Frank sicher ein bisschen mehr dazu erzählen, ob das wirklich valide ist, was hier ist. Hier wird auf jeden Fall reingeschrieben, mach mir mal so ein Büro-Arbeitsraum. Mach mir mal hier eine Gestaltung irgendwie, wie die Möbeln sein sollen. Dann schaut er diese Wand an und sagt, hinter dieser Wand mach mir doch einen another room und irgendwie so Glastüren dazwischen. Und dann macht er so kalkuliert das durch und es erscheint ein neuer Raum anhand von meinem Text-to-Space. Und dann hier mach mal aus diesem Raum einen Eventraum, oder was ist das? Ja, mit verschiedenen Nutzungen. Und dann rechnet der hier so ein bisschen durch und macht dann seine neue Ausstattungsbeispiel. Also ich war ziemlich baff. Ich habe schon einige solche Sachen gesehen, auch 2D-Grundrisse, die sich mit der KI dann automatisch gestalten lassen. Die TU München ist heute auch gut vertreten. Die werden auch sicher viele Beispiele haben. Aber das war schon, muss ich sagen,
schon irre, was da alles gemacht werden kann. Aber wir versuchen solche Elemente ChatGPT für, also nicht nur ChatGPT, sondern ganz andere KI-Modelle auch zu nutzen, werden jetzt ein Roundtable wahrscheinlich in den nächsten 6 Wochen einberufen in dem Building Lab, wo es genau um das Thema Kostensicherheit, ich habe ja die Schlagzeilen vorhin gezeigt und auch diese Preisexplosionen. Wir versuchen da einfach ein bisschen herauszufinden, wie kann man auch das Thema Marktregulierung oder auch alternative Finanzierungsmöglichkeiten einfach nur mal konzeptionell zu überlegen, wenn wir nicht von zentralen Systemen abhängig sein wollen. Das ist so die Idee hinter der Blockchain, der angewandten Blockchain-Technologie bei uns. Dazu soll es auch im November, 23. November, Sie sind herzlich eingeladen, die Web3-Building-Konferenz geben, die erste, die wir hier veranstalten, zusammen mit dem Bayerischen Bauindustrieverband. Und, das hat man vielleicht ein paar Mal oben gesehen, die FIME, das ist das, was ich jetzt selber aufsetzen möchte, um das Thema auf Web3-Adaption in der Realwirtschaft, gerade in Bezug auf die dezentrale Finanzierung, kombiniert mit diesen neuen KI-Modellen so aufzubereiten, dass man versteht, wahrscheinlich kann unser KI-Modell das dann besser verstehen, erklären, wie ich es gerade erzähle. Wir wollen versuchen, alternative Möglichkeiten zu bieten, einen Personal Assistant für dezentrale Finanzierungssysteme aufzusetzen. Man kann sich übrigens gerne mit mir connecten, dann können wir darüber auch nochmal online reden oder uns einfach mal so zu einem Bier nachher treffen. Auf jeden Fall danke ich sehr für Ihre Zeit und freue mich auf Anregungen und Ideen und Fragen. So, das war echt spannend, muss ich wirklich sagen. Und da drängt sich mir auf jeden Fall sofort eine Frage auf. Aber ich möchte dem Publikum den Vorrang lassen. Hat jemand Fragen? Ha, ich kann. War auf jeden Fall ein bisschen viel. Das sind eigentlich 3 Stunden. Genau. Aber das war jetzt konzentriert. Ja. Und deswegen auch erstmal ein Kompliment, dass du das hingekriegt hast in dieser kurzen Zeit. Und trotzdem verständlich, oder? Dass man das einigermaßen... Ja, man muss es sacken lassen. Genau. Das Video, was du gezeigt hast, hat auch mich beeindruckt. Das habe ich ja schon gesehen. Und das ist auch eine neue Qualität, muss man sagen. Und da werden sich natürlich auch einige Architekten fragen, wieso braucht man mich denn dann eigentlich noch? Ja. Hast du eine Antwort? Nee. Das ist ganz schlecht. Ich war auf der BIM World. Ich habe zum Beispiel bei der für Leistungsphase 1 und 2 da ein paar Beispiele gesehen, also so Startups, die dann gesagt haben, ja, hier hast du den 2D-Plan, hier hast du dann deine Abstandsflächen blablabla, und dann wird es gezeigt und wir verlangen dafür irgendwie 600 Euro. Und ich war so, ja, waren wir erstmal sprachlos. Ja. Weil das ist dann schon ein arger Sprung, ne? Also ich meine, ich betrachte diese Thematik schon echt ein paar Jahre. Und du ja auch inzwischen. Und man kann ja sehen, was für Fortschritte sich da so im Laufe der Zeit zeigen. Und das, finde ich, ist jetzt doch ein Quantensprung, muss man sagen. Also für mich zumindest. War für mich genauso. Als ich dieses Versi, da gibt es ganz viele andere Beispiele, zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich auch gefragt, was habe ich denn Nächte da nicht nur an der Uni, sondern auch irgendwie im Büro verbracht und überlegt, wie könnte ich denn das denn machen? Also natürlich müssen wir da nochmal drüber schauen und das ist ja nicht intelligent. Es gibt keine KI, bin ich der Meinung, sondern es gibt, wie hat das unser KI-Experte gesagt oder der Partner, das sind einfach Wahrscheinlichkeitsmodelle, die aber so gut trainiert sind, dass die doch zu guten Ergebnissen kommen. Letztendlich muss es trotzdem der Fachmann validieren, aber diesen ganzen, wie beim Research, ChatGPT wird, glaube ich, vor allem für den Research-Bereich gut verwendet und dann versucht man das dann trotzdem in eigene Worte zu kreieren. Aber trotzdem, als ich das gesehen habe, ich meine, da aber ich hätte mir auch trotzdem, die ja, weg. Aber wir hätten jetzt eine Antwort, und zwar eine Antwort, die positiv ist. Tatsache ist, dass dieses intelligente Tool, nennen wir es einfach mal so, zumindest eine Inspirationsquelle sein kann. Aber sie kann noch nicht, sagen wir mal, planerische Tätigkeiten zu 100% übernehmen. Ja, sagen wir es mal so, du hast es jetzt gerade gesagt, Tool. Und das versuche ich meinen Studierenden auch zu sagen. Das ist
immer noch ein Werkzeug und so müssen wir das auch verstehen. Werkzeug, aber bitte nehmt es mal in die Hand. Probiert damit rum, experimentiert damit rum, überlegt euch, was könnt ihr damit tun. Es ist ein Werkzeug, aber es ist ein mächtiges Werkzeug und wir müssen lernen, damit umzugehen und das auch in unsere Wertschöpfungskette irgendwie mit zu integrieren, als, vielleicht als Assistenten. Fällt noch jemandem eine Frage ein? Bitte schön. Ja, ich frage mich gerade, ob das letztendlich auch bei der Umsetzung zum automatisierten Bauen führt. Also, dass letztendlich die Daten, da wird nur noch ein Lastwagen vorfahren mit Materialien, und die werden automatisch alle zusammengeführt. Ist das das Ergebnis? Wir sind da noch weit entfernt, muss man ehrlicherweise sagen. Manchmal läuft so ein Hund rum von Boston Dynamics, der Spot, der ein bisschen als Cobot unterwegs ist und die Dokumentation auf der Baustelle macht. Ich meine, auch da ist die TU München zum Beispiel sehr gut aufgestellt, was Bricklaying zum Beispiel anbelangt, wo Roboter dann einfach ihr Material haben und dementsprechend dann das dann so auflegen, so wie es sein sollte. Fachkräftemangel, ganz, ganz wichtiges Thema auch bei uns. Baubetrieb, also wir haben mit dem Thema zu tun. Wir müssen auf jeden Fall Lösungen finden, wo die Digitalisierung die Leute entlasten kann. Ob es jetzt gleich automatisiert das Bauen ist, so wie man das von der Produktionsstraße bei BMW zum Beispiel kennt, auf der grünen Wiese, ja, schauen wir mal. Noch sind wir nicht da, aber Digitalisierung oder Robotik auch mal da zu betrachten, den Menschen zu unterstützen. Ich denke an Exoskelette, passive oder aktive Exoskelette. Wenn ich ein Bauarbeiter bin, der dann mit 50 nicht mehr arbeiten kann, weil er einfach körperlich nicht mehr kann, und dann wird er zumindest unterstützt, dass er beim Heben diese Exoskelette hat. Also da Arbeitsschutz experimentieren wir natürlich auch sehr viel. Ja, Cobot, Cyborgs, automatische Produktion, KI. Man sollte, also der Vortrag ist eher dazu da, dass man zumindest mal sieht, sowas gibt es oder sowas ist in der Entwicklung und dass man sich nicht verschließt und sagt, ach, wird mich schon nicht betreffen. Weil als ich dieses Video gesehen habe, liebe Kelly, da habe ich auch dieses Gefühl gehabt, ja, das betrifft mich sehr wohl. Und ja, hat mir zu nachdenken gegeben, aber dann möchte ich dieses Tool lieber so verwenden, dass es meiner Arbeit nützt und dass ich meinen Prozess irgendwie optimieren kann und dass es mich nicht ersetzt. Das war eigentlich keine Antwort auf Ihre Frage, aber ein paar, Andeutungen, wie ich es vielleicht sehe. Aber ja, wir gehen mit großen Schritten voran in allen Bereichen der Digitalisierung. Gott sei Dank brauchen wir auch teilweise, wenn man Münchens zweite Stammstrecke zum Beispiel sieht, aber auch andere Themen. Also wir haben viele Themen, wo wir einfach was machen müssen, anpacken müssen. Und wir sind ja immerhin in der Zukunftswerkschau, ne? Genau. Heute sind wir in der Zukunft. Dann danke ich dir für deinen Slot. Sehr interessant. Dankeschön. Aber es geht weiter. Denn im nun folgenden Slot... Ah, genau. Das hast du dir verdient, natürlich. Im nun folgenden Slot beleuchtet ein dynamisches Referentenduo, was gerade noch verkabelt wird, die intelligente Flächenplanung für die Büroimmobilie der Zukunft. Und für die Bearbeitung dieser Thematik schlossen sich zwei Unternehmen zusammen, um das Optimum für ihre Kunden zu entschlüsseln. Da ist auf der einen Seite CSMM Architecture Matters, ein Planungs- und Beratungsunternehmen für Büroarchitektur und Arbeitsweltkonzeption mit Sitz im Münchner Werksviertel und vertreten durch den geschäftsführenden Gesellschafter Malte Tschörtner. Und auf der anderen Seite steht der Architekt, Gründer und Geschäftsführer von Spaceif, Malte Köditz. Zusammen bringen sie eine Expertise für resiliente Büroimmobilien auf den Weg, die eigentlich ein Muss für die zu planenden Bürogebäude darstellt. Und auch hier gibt es zum Thema einen entsprechenden Podcast, der auf den gängigen Podcast-Kanälen von Architekturdesigner XR Meets abrufbar ist. Und nun ein herzliches Willkommen an Malte und Malte. Der erste Malte kann vielleicht schon kommen. Nee, Sie werden immer noch verkabelt. Das hat ein bisschen gedauert. Aber ich glaube, der erste Malte kann schon mal kommen, ne? Das ist der Malte Köditz von Spaceif. Servus.
Malte und der andere Malte? Das war so ein Running Gag. Wir haben ja den Podcast geführt und da kann man ja nicht, sehen, welcher Malte und Malte ist. Das war schon ganz lustig, ne? Und wir haben es dann mit Malte K. und Malte T. Tituliert. Und so konnte man den Podcast auch ganz gut auseinanderhalten. So, das ist der Malte Tschörtner von CSMM. Und ich darf euch jetzt den Stick übergeben. Und eure vielen Folien in 25 Minuten abhandeln. Viel Spaß! Ja, vielen Dank, Kelly. Hallo zusammen. Wir sind ja schon vorgestellt worden. Wir sind hier der doppelte Malte. Was für ein Zufall. Also, es wurde schon mehrmals angesprochen, wir haben echt viele Folien. Aber ich war ganz beeindruckt von dem vorangegangenen Vortrag. Der ging wirklich straight durch und hat trotzdem viel Eindruck hinterlassen. Wir versuchen es einfach, oder? Let's go. Wir gehen einfach durch. Unser Thema für heute, The Ideal Office oder das optimale Büro, das ist die Frage, die wir uns stellen. Wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, ist ja dann medial doch öfter mal in allen Medien unterwegs. Wir versuchen heute wenigstens mal eine Annäherung aus zwei Perspektiven. Wer welche Perspektive einnimmt, das werden wir gleich, glaube ich, feststellen. Ist jetzt vielleicht auch nicht ganz schwer zu erraten. Aber vielleicht mal so ganz kurz, was erwartet uns? Wir haben den Vortrag versucht, ein bisschen zu strukturieren, vielleicht zwei, drei Worte zu uns, ganz schnell. Dann die Frage vielleicht mit drei Stufen zu beantworten, nämlich einmal einen kurzen Blick zurück ins Gestern, das Reflect, was passiert denn heute eigentlich so, was sind da so die Trends und Treiber und natürlich dann das Preview, was geht da vielleicht in der Zukunft, wo geht das ideale Büro hin. Zum Schluss reicht es hoffentlich für eine Konklusion. Okay, zu uns, Malte Tschörtner, ich bin Architekt, gemeinsam mit Partnern führen wir ein Architekturbüro in München. Genau, und ich bin Malte, ich bin auch Architekt und habe aber vor 3 Jahren Spaceif gegründet und beschäftige mich aber weiterhin mit Büroimmobilien, wie wir sehen werden. Das Unternehmen, für das ich jetzt hier repräsentativ da bin, beschäftigt sich sehr viel mit dem Bestand, vor allem mit dem Thema Büro im Bestand. Das ist sowohl der Innenraum als auch die Architektur, der Hochbau, der Städtebau. Was uns vielleicht ein bisschen besonders macht, ist diese dritte Kachel hier. Wir haben hier eine Leistungsfeld, das nennen wir Consulting, ist aber eigentlich für uns ein ganz wichtiger Prozess, um überhaupt diese beiden Leistungen abbilden zu können, einen Analyseprozess, Bedarfsermittlung zu betreiben. Sehr analog, bis wir Malte trafen. Genau. Und vielleicht nicht last but not least, die letzte Karte, die versteht unser sehr nachhaltiges Planungsunternehmen. Deshalb wir auch nicht um den Grund sehr viel im Bestand unterwegs sind. Genau, ich mache es kürzer. Wir bieten quasi die digitale Plattform für diesen Analyseprozess, den du gerade beschrieben hast. Also von der Person, was macht die eigentlich, was braucht die, bis hin zu diesem idealen Flächenbedarf. Genau. Ja, ich habe eine ganz einfache Aufgabe heute. Ich darf heute nur schöne Bilder zeigen von Bürogebäuden im Bestand, die alle aus unserem Hause kommen und unterschiedlichsten Räumen. Ich spreche hier heute so ein bisschen für an den Raum glaubenden Architekten, der trotz KI und allen Themen, die da auf uns zukommen werden, immer noch an die Kraft des Raums glaubt, an die Emotionen, an die sinnliche Befriedigung, die Motivation, die man kriegen kann, wenn man in guten Räumen ist, von guter Architektur umgeben ist. Und ja, wir sind uns, glaube ich, alle, die in diesem Raum sind, bewusst, dass Architektur einfach wirkt und dass wir sie gezielt auch wirken lassen können. Genau, und was, glaube ich, ganz spannend ist, ich bin ja auch Architekt, ich habe auch irgendwie diese Haltung, von der du da sprichst. Aber was wir eigentlich versuchen zu machen, ist versuchen, die Daten zu finden, die das dann auch beweisen, die zeigen, dass eine bestimmte Raumkonfiguration tatsächlich einen Mehrwert liefert. Und nicht nur einen Mehrwert, der eine Emotion dann auslöst, ist auch wichtig, aber dass man auch die dann überzeugen kann, die vielleicht nicht so dran glauben, sondern einfach nur Eurozeichen oder wie auch immer im Vordergrund haben. Ja, zurück zum Thema. The Ideal Office. Was ist das eigentlich? Und wir haben es schon gehört. Wir machen auch Bullshit-Bingo. Bullshit-Bingo, genau. Wir haben mal ein paar rausgesucht, wahllose, die da uns immer wieder begegnen. Das Schöne und Schlimme daran ist eigentlich zugleich, die
sind alle wichtig, die haben alle eine Bedeutung, aber so wie sie eingesetzt werden und wie wir sie so auf uns einprasseln, sind sie dann doch sehr inflationär am Ende des Tages. Deswegen wollten wir die heute mal beiseite wischen und wie gesagt, kurz Rewind, Review, einmal kurz zurückblicken, dann eben kurzen Statusbericht und dann der Blick in die Zukunft. Wirklich, KI, Hochmittelalter, Ursprung des Büros, der Mönch als vielleicht die Berufsgruppe der ersten Wissensarbeiter hier, 19. Jahrhundert wahrscheinlich, wo kommt das Büro her? Büro wahrscheinlich, vermutlich, aber ich finde es eigentlich eine sehr gute Geschichte, hat sich seinen ersten Arbeitsplatz gebaut, war satt im Kloster sich seinen Arbeitsplatz zu suchen, hat zwei Böcke genommen, Holzplatte drüber und dann seine Kutte darüber gelegt, die Bura oder lateinisch Bure, die dann vielleicht das Thema, das Wort Büro ermöglicht hat und so hatten wir das erste Büro. Ein paar Jahre später in der Renaissance, Mitte 16. Jahrhundert, Florenz, kennt es wahrscheinlich alle, die Uffizien, Office, Uffizien, das erste Verwaltungsgebäude, wenn man so möchte. Und wiederum in der ganzen Zeit dazwischen die Wirtschaft als das Büro für den gemeinen Mann. Warum wahrscheinlich auch die Wirtschaft Wirtschaft heißt. Wir haben einen Wandel im Beschäftigungssektor erlebt, schon immer, über die letzten Jahre hier vielleicht mal herausgegriffen. Landwirtschaft geht runter, ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Die Produktion, die industrielle Revolution geht hoch, hier geht es schon fast wieder runter, aber im Wesentlichen geht die Dienstleistung und Information so ab Mitte des letzten Jahrhunderts extrem nach oben. Das heißt, die Relevanz vom Büro wurde immer wichtiger und hat sich natürlich dann auch räumlich relativ schnell anpassen müssen, ganz schnell und plakativ vom Stall der Landwirtschaft über die industrielle Revolution bis hin zum Verwaltungsgebäude mit Büros. Genau, alles ideale Arbeitswelten, so für Ihre Zeit, für Ihre Aufgabe. Wenn man jetzt das von dieser Datensicht, die ich ja vertrete, versucht, diesen Review zu machen oder diesen Rückblick. Damals war es relativ einfach, Flächenstrategien zu entwickeln, ein Raumprogramm zu ermitteln. Es gab nämlich eigentlich sehr wenige Module, mit denen man rumgespielt hat. Es gab die Arbeitsplätze, das ist jetzt nicht Zeit der Mönche oder das Bild, sondern dann vielleicht jetzt vor 30, 40 Jahren. Da gab es Einzelbüros, Viererbüros, Gruppenbüros und so weiter. Und dann gab es Besprechungsräume, Konferenzräume in unterschiedlichen Größen. Das war es aber so ziemlich. Und damit hat man dann Flächenprogramme erstellt. Viele machen es auch weiterhin so, ist auch okay. Einfach Personenanzahl mal einer gewissen oder ergibt dir die Anzahl der Arbeitsplätze, die du brauchst. Und dann gibt es so gewisse Ratios, dass man sagt, ja, pro 20 Arbeitsplätze brauchen wir noch einen Besprechungsraum oder ähnliches. Und so haben wir unser Raumprogramm. Ganz easy, schön. Dann kamen da auch tolle Arbeitswelten bei raus, sahen irgendwie so aus. Auch die gibt es ja noch sehr, sehr viel. Ich würde fast behaupten, dass der größte Teil der Arbeitswelten, die wir heute so haben, Büroarbeitswelten, irgendwie so aussehen. Sehr klar Raster aufgebaut, sehr klar systematisiert, sehr effizient eigentlich. Ja, du hast es schon gesagt, das war eigentlich bis gestern so oder war die letzten Jahre. Für viele noch heute. Für viele noch heute, genau. Vielleicht machen wir mal so einen kleinen Sprung ins Jetzt. Es geht ja vielleicht ein Stück weiter, es geht ja immer weiter, deswegen die Pfeilrichtung. Schauen wir mal das Büro an, wenn wir auch wieder mal in eine ganz, ganz hohen Flughöhe drüber gucken. Organisationen verändern sich, Gesellschaft verändert sich, Prozesse verändern sich. Wenn wir jetzt mal nur die letzten 100 Jahre vielleicht da reingucken, hatten wir vielleicht hierarchische Strukturmodelle, die dann vielleicht in der Bürowelt abteilungsorientiert genannt wurden, wo man sehr viel auf Abarbeiten, auf Konzentration, auf sich zurückziehen, also in Richtung Uffizien vielleicht wieder denkend, solche Raumstrukturen verfolgt hat. Dann ab den 70er, 80er Jahren ist dann letztendlich die Digitalisierung in den Startlöchern gewesen. Hier ging es dann schon um andere Prozesse. Hier ging es um Projekte, Projektarbeit. Viele kennen das wahrscheinlich, erfordern viel mehr Kommunikation. Man muss sich viel mehr abstimmen, informell abstimmen, nebenbei was mitbekommen, was Kollegen mit anderen Kollegen machen. Kommunikation heißt erstmal offenere Strukturen, kein Zurückziehen, sondern sich irgendwie austauschen können. Wurde oft natürlich zu Lasten von anderen sehr wichtigen Positionen einfach dann auch so umgesetzt. Und letztendlich
befinden wir uns mittlerweile ja in einer Gesellschaftsform, die prozessorientiert ist, die vielleicht von Automatisierung zur Digitalisierung eher zur Innovationsgewinnung gekehrt ist. Das heißt, wir sind prozessorientiert, können ehrlicherweise theoretisch von überall arbeiten, brauchen aber vielleicht für ein Ideal Office viel mehr Angebot, was wir hier mal den Möglichkeitsraum nennen. Wir haben sozusagen einen Wandel notwendigerweise von verschiedenen Bürotypologien von Notwendigkeitsraum hin zum Möglichkeitsraum. Das ist jetzt für uns mal der Treiber oder der Begriff, den wir nehmen. Was ist das? Ich mache es mal ganz schnell an ein paar Bildern fest, damit man das vielleicht mal sieht. Mal sechs Attribute. Das letzte vorweggenommen, ideal, wird Malte gleich dazukommen, aber vielleicht selbsterklärend, möglichst attraktiv. Sinne sollen befriedigt werden, soll angenehm sein. Der Mensch ist ein Sinneswesen, deswegen ein wichtiges Attribut für alle Architekten natürlich auch. Prozesse sind sehr digital, für diese digitalen Prozesse fehlen oftmals aber die richtigen Umgebungen. Das heißt, dieser Impact muss auch räumlich sich abfinden. Und vielleicht gehen wir mal auf die drei etwas konkreter ein. Places, not spaces, die neue zentrale Rolle für Büros. Warum gehe ich heute noch ins Büro? Weil ich irgendwo hingehen möchte, wo ich was erlebe, wo ich eine Erfahrung kriege, wo ich Menschen kennenlerne, die schön gestaltet ist. Etwas, was ich nicht zu Hause tun kann, findet hier statt. Das sind jetzt Bilder aus unserem Düsseldorfer Standort, den wir gerade neu ins Leben gerufen haben. Warum gehe ich ins Büro? Weil da Events stattfinden, weil wir mit dem Bier am Tresen stehen oder hier zusammenkommen. Das sind Anlässe und für diese Anlässe muss man eben dann sich in einem schönen Ort treffen. Das ist genau der zweite Treiber, den wir da sehen, die Gemeinschaft. Wir versuchen, Orte, Arbeitsflächen so zu verstehen, dass das Orte sind, wo man sich trifft und wo man gewisse Themen abhandeln kann, die man in der digitalen Welt nicht isoliert tun kann. Zum Beispiel in der Form eines Hubs, also einer Plattform. Das ist sozusagen eine ganz zentrale Rolle fürs Büro. Wenn ich jetzt hier wie in Bosch Makerspace Dinge Prototypen bauen muss, dann kann ich das nicht zu Hause machen. Das kann ich dann nur hier machen. Und hier muss ich mich treffen. Oder hier bei der Kanzlei in Hamburg möchte ich Werte transportieren, Unternehmenskultur erfahren. Darum gehe ich ins Büro. Dafür gibt es einen Prozess. Wir gehen in fünf Schritten da relativ konkret vor. Was uns so ein bisschen besonders macht, das Architekturbüro oder viele andere auch, ist, dass wir in den ersten zwei Schritten relativ viel Analyse betreiben. Das eint uns mit Malte, haben wir eine ähnliche Vergangenheit, und wir nennen diese Visionserarbeitung und die Bedarfsermittlung ist für uns ganz zentral, bevor wir dann erst im dritten Schritt anfangen können, zu zeichnen, eine Antwort zu planen für die Aufgabe, die wir hier lernen. Genau, und das ideale Büro kann ganz, ganz schön ausschauen. Ja, ihr macht ja da tolle Projekte. Aber oft ist es ja so, dass man viele Ideen hat. Ja, die Google Offices waren lange, viele Bilder zu sehen, was da alles möglich ist mit den tollen Räumen und so weiter. Aber die Frage ist ja, was brauchen wir davon eigentlich? Was hat tatsächlich für das Unternehmen einen Mehrwert, der über das hinausgeht, dass man schöne Bilder kommunizieren kann? Und im Wesentlichen hat sich ein Prozess entwickelt, den ihr ja auch da macht bereits, wo man versucht, aus der Organisation heraus zu recherchieren, was braucht diese Organisation, wie arbeitet sie. Und das ist ein Prozess, eine Dienstleistung, auch eine Beratungsleistung, die sich entwickelt hat in den letzten Jahren, Workplace Consulting, wo man eigentlich diese Nutzerbeteiligungsmethoden anwendet, um, ja, dem Nutzer zu fragen, was brauchst du eigentlich, um gut zu arbeiten. Ganz viele machen das mit Workshops, mit Umfragen, mit solchen Situationen. Macht wahnsinnig viel Spaß, wenn man mal teilnehmen kann. Aber das Problem, was ich da immer sah, ist, dass man ganz viele Informationen sammelt, hier zum Beispiel, auf so einem Board. Und alle, die daran teilgenommen haben, die wissen auch alle, was das bedeutet. Aber damit können wir nicht arbeiten, die können wir nicht weiterverarbeiten. Das sind keine Daten in dem Sinne. Und das führt dann zu einem schwierigen Prozess, wenn man versucht, aus diesen Workshop-Ergebnissen heraus zu sagen, wie viel Fläche brauche ich denn jetzt? Brauche ich 20 Besprechungsräume, 50, 100? Was brauchen wir? Kostet ja alles viel Geld.
Denn man hat dann seine Beteiligungsprozess gemacht, man hat die ganzen Daten, muss man irgendwie überführen, eine Excel-Tabelle nach der anderen, da sind alle möglichen Verknüpfungsfehler drin und dann sagt die Tabelle am Ende, wir brauchen jetzt 20 Telefonboxen. Und dann kommt jemand und sagt, vielleicht aber auch nicht, weil die kosten ganz schön viel Geld, ich glaube 10 reichen auch. Passt, oder? Ja, 10 passt, okay. Ich weiß auch nicht mehr, wer das gesagt hat mit den 20. Ja, gut, machen wir 10. Aber das ist nicht gut, weil wir können ja nicht würfeln und da Millionen ausgeben. Und das ist, womit wir uns eigentlich auseinandersetzen. Und dafür versuchen wir, diesen Prozess einfach ein bisschen umzudrehen. Und haben uns einfach mal ganz frech in die Mitte platziert. Und zwar, weil es darum geht, wir müssen diese Kommunikationsplattform eigentlich schaffen. Kommunikation der Daten. Wir müssen einen zentralen Mittelpunkt schaffen. Das ist, was wir gerade bauen, wo wir die Nutzer mit einbeziehen. Lieber Nutzer, was machst du? Sag's unserer Plattform. Und auf der anderen Seite die Flächenmanager oder die Workplace Experience Manager oder die Real Estate Manager, teilweise auch die HR-Abteilungen, darauf zugreifen können und damit arbeiten können und diese Daten weiterverarbeiten können. Das ist, was wir machen. Und genau, das, wir nennen es jetzt mal Data Collection 2.0, also nicht mehr Workshops und so weiter, wobei die weiterhin sehr, sehr gut sind und auch sehr gut ergänzend arbeiten können, machen auch viele unserer Kunden. Aber wir haben ein Feature in unserer Plattform, ist eine cloud-basierte Web-Applikation entwickelt, die uns ermöglicht, hochskalierbar viele Mitarbeitende einer Organisation in diesem Prozess zu beteiligen, dass sie dann über relativ einfache Interfaces uns sagen können, was sie eigentlich machen. Wie arbeiten sie? Wie viel von ihrer Arbeitszeit verbringen sie in Besprechungen? Mit welchen Abteilungen arbeiten sie zusammen? Und so weiter. Und auch gleichzeitig zu bewerten, was ist denn wirklich gut an unserer Arbeitswelt? Ist diese Telefonbox, ist die gut oder hat die irgendwelche Fehler? Daraus müssen wir lernen. Und das ist, was wir machen mit Data Collection 2.0. Ja, why? Hört sich erstmal gut an, aber warum machen wir es wirklich? Warum müssen wir es auch vielleicht sogar machen? Ein Grund ist, es ist alles ganz schön komplex geworden mit diesen Flächenstrategien. Früher, Arbeitsplätze, Besprechungsräume, ganz, ganz einfach, einfache Formel. Jetzt ist es deutlich komplexer. Und zwar beispielsweise, du hast vom Möglichkeitsraum gesprochen. Möglichkeit heißt erstmal Vielfalt an Angebot, weil dann kann man damit was machen. Inzwischen gibt es ganz viele Flächenmodule, mit denen unsere Kunden arbeiten und spielen. Wir haben Kunden, die haben 100 Flächenmodule in ihrer Systematik. Wir haben andere, die haben vielleicht 10, 20. Aber so oder so ist es ganz schön komplex. Vor allem, wenn man dann sagt, da muss ein Gerüst dahinter, was uns sagt, wir brauchen 10 davon, 2 von und so weiter und so fort. Und das ist dann die... Ich muss vornicken, oder? Ja, ja, okay. Ein Satz vorher. Das ist, was wir eigentlich machen. Wir erfassen quasi diese Aktivitätsprofile. Ich mache so viel Fokusarbeit, ich mache so viel Telefonie. Und diese ganzen Dinge werden dann gemappt zu diesen Flächenmodulen, dass wir Zeitkontingente in Flächenkontingente umsetzen. Das ist das, was unsere Maschine im Hintergrund macht. Wir tun uns sehr schwer, das zu erklären. Leute wollen es gerne genau verstehen, aber passiert viel im Hintergrund. Eigentlich komisch, bei Versi AI fragt keiner, wie es genau funktioniert. Man schaut sich einfach das Bild an und denkt, geil. Aber gut, es lohnt sich aber. Dieser ganze Prozess, diese ganze Beteiligung lohnt sich wahnsinnig, denn hier mal dargestellt, relativ einfach. Wir fragen ja auch zum Beispiel, wie bewertest du deine Arbeitswelt? Tausende Leute befragt. Ganz einfach, 1 bis 5 Sterne. Und wie bewertest du den Beteiligungsprozess? Oder fühltest du dich überhaupt beteiligt in diesem Prozess? Ebenfalls 1 bis 5 Sterne. Ich war selber überrascht, wie deutlich diese Korrelation war. Aber es zeigt, dass dieser Prozess doch irgendwie Identität schafft oder Zufriedenheit. Noch eine Grafik, ein bisschen Data Insights von uns. Wieder gleiche Y-Achse. Wie bewertest du deine Arbeitswelt? Wie viel von deiner Arbeitszeit verbringst du im Büro? Bessere Arbeitswelt, mehr im Büro. Das ist ein relativ überzeugendes Argument für viele Unternehmensführer, die gerade versuchen, entweder passiv oder doch aktiv die Leute wieder ins Büro zu holen. Ja. Genau. Damit ist ja dann auch alles klar. Also relativ fertig, klar. Läuft. Wir nehmen deine Software, machen Umfragen, haben am anderen ein tolles Rahmenprogramm, vielleicht verknüpft sogar mit Erfahrungen und so weiter. What's the problem? Läuft.
Ich befürchte, der Wandel hört nicht auf. Also wir machen diese Umfrage an einem Tag. Ja. Es gibt ein total sophisticated Raumprogramm mit allen Anforderungen dahinter, weil alle gefragt wurden, alle konnten was dazu sagen. Ideales Büro auf dem Papier. Wann fängt dieser Prozess an, der so schön geschildert wurde? Wird dreimal so teuer, dauert viermal so lange und die Zeitachse wandert weiter. Ja, es passiert sehr viel. Unternehmen wachsen, Unternehmen, ja, positiv und negativ. Es ist auf jeden Fall passiert was. Demografischer Wandel, Digitalisierung, 4-Tage-Woche, 9-to-5 oder doch 24-7. Was machen wir? Wie arbeiten wir? Das verändert sich konstant. Und auch das Büro muss sich dementsprechend weiterentwickeln und sich anpassen. Und deswegen müssen wir eigentlich weg von einem linearen, projektbasierten Prozess, wo man alle 5 bis 10 Jahre mal schaut, ja, machen wir New Work oder New Office oder was auch immer, hin zu eigentlich müssen wir viel dynamischer, viel agiler und kontinuierlicher die Arbeitswelt an diese Bedarfe anpassen. Wirklich dynamisch analysieren, explorieren, planen und auch umsetzen im besten Fall, damit wir wegkommen von diesem, ja, von dieser Grafik eigentlich. Also auch hier wieder Zeitachse und wie gut ist die Arbeitswelt geeignet für die Bedarfe der Nutzer. Früher, wir machen das Große, oder jetzt im besten, für viele, genau, ja, ja. Ihr kommt, macht ein geiles Projekt, super, toll, 100%. Und dann verändern sich die Nutzerbedarfe und irgendwann, erst wenn der Painpoint erreicht ist, das passt irgendwie alles nicht mehr. Wir sitzen irgendwie zu dritt auf jedem Stuhl oder in leeren Hallen, was auch immer, dann geht es uns wieder an. Und in dieser Zeit ist eine enorme Ressourcenverschwendung, findet dort statt. Und das müssen wir adressieren. Und unsere Lösungsansatz ist, dass wir dort mit, wir nennen es Micro-Improvements, mit kleinen Anpassungen in Bestandsflächen eigentlich die Arbeitswelt kontinuierlich an diese Veränderungen anpassen. Dass man zum Beispiel herausfindet, hey, wir brauchen weniger Einzelarbeitsplätze, wir brauchen aber mehr Besprechungsmöglichkeiten. Dann kann man da vielleicht mal 2 Module austauschen. Und das ist, was wir mit unserer Lösung machen. Zweiter Aspekt ist noch, wir müssen einfach viel mehr lernen, über was eigentlich eine gute Arbeitswelt ist. Was ist ideal? Das ist einer unserer Kunden, der Wilco. Das ist immer mein Lieblingsmeeting der Woche, weil der hat immer geile Ideen, ganz, ganz viele Ideen, jeden Donnerstagmorgen. Der sagt ganz einfach, hey, wir müssen einfach mal alles komplett hinterfragen, alle anderen. Und das machen wir auch zusammen und dadurch lernen wir sehr viel. Dann lernt man zum Beispiel, dass Fokusarbeit in den einfachen Flächenregeln, ja, das passiert am Einzelarbeitsplatz, stimmt gar nicht. Ganz unterschiedliche Leute nutzen unterschiedliche Module für verschiedene Sachen, für die Fokusarbeit. Die einen machen es auch gerne in der Teeküche, weil da mit Headphones ist irgendwie ganz gut. Genau, das müssen wir lernen. Und da haben wir quasi dann dieses, ein Beispiel unseres Experience Dashboards, wo wir dann zum Beispiel genau dieses Mapping herausfinden und daraus dann lernen können, um dann diesen Prozess zu ermöglichen, dass wir wirklich kontinuierlich iterativ Nutzerbedarfe analysieren können, Zukunftsszenarien simulieren können, die Flächenregelkonfiguration immer weiterentwickeln können, planen können, diese Verbesserungen umsetzen und dann letztendlich analysieren, hey, war das jetzt gut, was wir da gemacht haben, um so diesen Prozess dann wieder, ja, zu informieren und intelligenter zu werden auf systemischer Ebene. Und so kommen wir dann von einem, heute treffen wir ja weiterhin sehr, sehr viele Entscheidungen auf Basis von diesen Annahmen. Und mit jeder kleinen Iteration, mit jeder kleinen Verbesserung, die wir im Anschluss analysieren und auf Datenebene dann auswerten können, lernen wir und kommen tatsächlich hin zu einem Prozess, wo wir mit Daten unseren Entscheidungsprozess viel besser informieren können, viel bessere Entscheidungen treffen können. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz guter Weg in Richtung Ideal Office. Und nebenbei unser Büro gleich mit abzuschaffen, weil wir sind ja hier sozusagen hier nicht mehr so richtig vorkommen. Das kann ja dann im Idealfall vielleicht der Nutzer sogar selber. Also er macht seine Micro-Improvements dann am Ende sogar selber. Aber ich fand das sehr schön, was der Vorredner gesagt hat. Wir müssen das als Tool verstehen und auch die Architekten müssen digitale Tools nicht als Bedrohung empfinden und wahrnehmen, sondern die wirklich einsetzen und ihre Kompetenz dahingehend so entwickeln, dass man sie eben dann auch sinnvoll einsetzt. Wir haben hier über schon 6 Attribute gesprochen. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, bleibt es bestimmt bei diesen 3 Attributen.
gerade nicht, wenn wir jetzt nicht genau wissen, was der Nutzer denn eigentlich will und er sogar am Ende vielleicht die ein oder andere Sache selber lösen kann, haben wir noch lange nicht sozusagen all diese neuen Bausteine. Da gibt es sicherlich noch viel mehr, als wir jetzt hier darstellen können, aber vielleicht mal drei prägnante wieder Buzzwords, aber es lohnt sich, so ein bisschen da reinzugucken, was ist denn eigentlich mit der Architektur? Wir reden über den Raum, wir reden über Module, einen Tisch auf einem Rechteck, einem Computer zusammengesetzt. Am Ende des Tages müssen das Gebäude leisten, diese Sachen zu containen, die abzubilden, eine Fläche dafür zu und da das dann sehr schwer oder sich immer wieder verändernd ist, sehr schwer prognostizierbar ist, muss es eine Richtung der Möglichkeitsarchitektur vielleicht am Ende sein. Und nicht ohne Grund ein etwas älteres Beispiel da jetzt genommen und hier auch vielleicht mal aus der Münchner Geschichte ein Gebäude genommen, wo es utopisch ja schon die ein oder anderen Themen gab, wie zum Beispiel Flexibilität. Ein Gebäude, was relativ einfach konstruiert ist, sehr, sehr schön, ästhetisch, minimalistisch ist, aber wahnsinnig viel Möglichkeitsraum bereithält, hier natürlich ein bisschen konfus in der damaligen Bürolandschaft möbliert. Von Hennen damals steht leider nicht mehr, wurde vor kurzem abgerissen. Aber einfach, wir müssen Gebäude entwickeln oder noch besser Bestandsgebäude in die Lage bringen, diese Möglichkeitsräume herzustellen. Das ist jetzt hier ein Beispiel aus unserem Büro. In Berlin ein Projekt, das wir gerade versuchen durchzubringen, einer der seltenen Neubauten von uns, wo wir sagen, wie kann denn Möglichkeitsarchitektur aussehen? Einmal nachhaltig im Sinne hier einer wirklich Cradle-to-Cradle getrennten Baustoffsystematik. Wir haben hier ein Stahlbeton-Exoskelett und in diesem Stahlbeton-Exoskelett sollen wie hier in diesem schönen Regal verschiedene Funktionen und möglichst auch austauschbare Funktionen stattfinden können. Wir haben dazu ein Holzbox-Inlay konzipiert, was wirklich für sich bauphysikalisch getrennt so geshaped ist, dass es möglichst viele Nutzungen flexibel aushalten kann, von Wohnen bis Büro bis Retail und so weiter. Und dieser Innenraum kann natürlich erstmal flexibel reagieren, kann aber im Zweifel auch relativ schnell umgebaut werden. Eine mögliche Antwort vielleicht. Dauert jetzt alles viel zu lang, aber vielleicht diverse Attribute. Wir brauchen Kommunikationsräume, wir brauchen Konzentrationsräume und wir brauchen in Zukunft vor allem viel mehr inklusive Räume. Das heißt, all diese Themen, die jetzt hier so stehen, die werden ganz sicher als zukünftiger Nutzerbedarf auf uns zukommen werden. Und natürlich, Klassiker, am Ende muss es nachhaltig sein. Das heißt, wir können über Neubauten denken. Ich habe dieses schöne Gebäude in Berlin gesehen, habe ich sogar live gesehen. Toll, tolles Projekt, aber die Zukunft liegt am Ende für unsere urbanen Städte in diesen alten Kisten. Über die müssen wir nachdenken. Was können wir mit denen tun? Wie kriege ich so eine Maschine irgendwo sinnvoll wieder aufgewertet? Mit welchen Sachen muss ich sie ausstatten, dass sie wieder funktionieren? Auch hier in München, Bahnhofsviertel, ein Gebäude, was da auch schon seit den 70er Jahren steht, mit einer neuen Haltung. Und hier in Frankfurt ein sehr schönes Projekt, was wir gerade begleiten dürfen, von Böhm, die Deutsche Bahnzentrale, die da jetzt immer noch stehen würde, wenn sich nicht ein Projektentwickler mal ein Herz gefasst hätte, gesagt, ich muss irgendwas mit diesem Gebäude machen können. Und dafür sich eine Vision ausdenken, das ist die Zukunft für uns Architekten. Ja, Mein Part? Ja, stimmt, mein Part. Ideal muss viel können. Es muss diese ganzen Dinge, die du gerade so schön beschrieben hast, tatsächlich alle in Einklang bringen. Und ja, ideal ist genau da, irgendwo so in der Mitte, relativ klein und ziemlich schwierig zu treffen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen schon in Richtung Conclusio. What is the ideal office? Es gibt nicht das eine ideale Office, das ist vielleicht die erste Botschaft, ja? Sondern ideal ist für jeden Menschen theoretisch, jede Organisation unterschiedlich und individuell. Es braucht aber zwei Aspekte,
kein Bild, ich weiß nicht, was war. Resiliente Architektur, es braucht das auf der einen Seite. Also du hattest am Anfang davon gesprochen, ja, du vertrittst hier den Architekten, der den Raum schafft. Da ist Resilienz ein ganz wichtiges Thema, um das zu ermöglichen. Und vielleicht auf meiner Seite, auf der Datenseite, auf der Nutzerseite, es geht um diese ständige Evolution, die zu ermöglichen, die zu anzunehmen und für sich als Chance auch zu gewinnen. Ja, it's all about you. Und da die Zeit aus ist, lese ich nicht alle Yous vor. Vielen Dank. Danke. Ja, wunderbar. Ihr habt euch Mühe gegeben. Kurz fast. Fast geschafft. Ein guter Einfall. Sehr gut. Hat jemand Fragen dazu? Wie bringt man die politische Komponente in das Datenmodell? Es gibt ja auch ganz viele Entscheidungen, die nicht rational oder auf Daten basierend getroffen werden in einem Büroplanungsprozess. Fließen die auch ein? Kann man die auch einfließen lassen? Zum Beispiel, wenn der Betriebsrat ganz besondere Wünsche hat oder der Geschäftsführer immer noch sein großes Eckbüro haben will. Das sind ja Sonderbedarfe. Ja, stimmt. Ich glaube, es ist eh so, dass das Ideal, also sofern es das überhaupt gibt, da steckt ja auch viel drin, wie man das dann konfiguriert. Also was sind die Flächenregeln? Vielleicht ist es Teil der Unternehmenskultur und auch wichtig für ein bestimmtes Unternehmen, das Chef-Eckbüro zu haben oder Chefin-Eckbüro. Ich glaube, was erstmal wichtig ist, ist, dass wir überhaupt erstmal die Transparenz schaffen müssen. Was wäre denn ein mögliches Ideal? Und das auf einer nachvollziehbaren Art und Weise herleiten können. Und dann kann man eine Entscheidung treffen, ob man das dann so akzeptiert und umsetzt oder ob man sich bewusst dagegen entscheidet. Aber überhaupt diese Transparenz erstmal zu haben, macht den ganzen Prozess sehr viel einfacher, indem es rationaler dann sein kann und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen die Emotion entschärfen kann, sage ich mal. Sonst noch jemand Fragen? Bitte. Wie groß ist denn die Zielgruppe? Mir erscheint es schon, dass es sehr, muss sehr privilegiert sein und exklusiv als Arbeitgeber, dass man sich das wahrscheinlich erstmal leisten kann, oder? Ob all diese Bedürfnisse einzugehen? Würde ich jetzt nicht sagen. Also das eine ist, den Prozess überhaupt anzunehmen, der muss nicht viel kosten. Der kann ganz einfach gemacht werden. Der kann natürlich auch aufwendig gemacht werden mit Change Parties und I don't know what, ja, geht alles. Aber wenn es dann um die Umsetzung der Arbeitswelt geht, dann ist es ja da auch ein Kosten-Nutzen-Verhältnis. Wenn man zum Beispiel sieht, wir haben Kunden, die haben ganz, ganz konventionelle Arbeitswelten, die jetzt nicht deinen Bildern entsprechen, sondern anders sind. Aber trotzdem ist ein Business Case dann dahinter, der sagt, durch das richtige Angebot an Besprechungsmöglichkeiten, Arbeitsplatzmöglichkeiten und so weiter, können wir zum Beispiel Produktivitätsleistung oder Produktivitätserhöhung erkennen von 5%, 4%, wie auch immer. Und wenn das dann da drin ist, dann kann man es sich plötzlich dann schon leisten. Oder wenn wir sehen, dass ein Großteil unserer Kunden wahrscheinlich um die 40-50% ihrer Fläche einsparen können, dann ist es nicht eine Frage, ob man es sich leisten kann, sondern ob man es sich leisten kann, es nicht zu machen, würde ich vielleicht umdrehen. Aber das ist auch erst möglich ab einer gewissen Unternehmensgröße, würde ich mal ergänzen. Dann darf ich hier die Runde beschließen und mich bei euch total bedanken. Toll gemacht. Ja, also es war ein inspirierender Vortrag und ich beobachte ja die Office-Bereiche schon sehr, sehr lange und die Entwicklung ist sehr dynamisch, kann man sagen. Ne? Und man muss flexibel bleiben, darauf zu reagieren. Das ist auf jeden Fall auch ein Fazit. Und wie du auch schon sagtest, das ideale Büro gibt es nicht, weil jedes Unternehmen hat einen eigenen Fokus. Und das muss man eben entsprechend auch dann wiederfinden in den Arbeitsumgebungen. Das seid ihr gefordert. Aber das könnt ihr. Ready when you are. Ganz lieben Dank. Nochmal einen Applaus für die beiden. Dann darf ich jetzt als Dritten im Bunde begrüßen einen jungen Mann, der mit seiner, und jetzt Achtung, Weltneuheit, die Welt der Gebäudewirtschaft auf ein neues Level heben möchte. Darunter macht das nicht, habe ich letztens gepostet, ne? Genau, das ist sehr schön.
Genau. Der Vortragstitel BIM and More Metronom, Ökobilanz und kreislauffähige Gebäudeplanung per Mausklick verrät schon, welches brisante und komplexe Thema bearbeitet wird. Daran wagte sich das Unternehmen Die Werkbank IT, die inzwischen als eine hundertprozentige Tochter von Drees und Sommer gilt. Begrüßen Sie mit mir den Geschäftsführer, der noch gerade wieder verkabelt wird, von der Werkbank, Matthias Uhl. Lieber Matthias, wir sind ganz gespannt auf deine Weltneuheit. Ja, hallo. Bitte schön. Guten Abend auch von meiner Seite aus. Jetzt gehen wir mit der Flughöhe. Jetzt gehen wir mit der Flughöhe mal deutlich nach unten. Also jetzt haben wir tolle Sachen gesehen, viel Architektur, tolle Visionen. Jetzt möchte ich mal gerne ein bisschen mehr in die Praxis reingehen. Ich möchte euch eine Präsentation zeigen, die wir das erste Mal am 26.04. Vorgestellt haben, und zwar der Pascal Kepler, der Peter Mösle und ich. Und zu den Teilnehmern sage ich dann gleich noch was. Ja, und es geht eigentlich darum, ein Problem zu lösen oder einen Lösungsansatz zu geben, ein Tool an die Hand zu geben, das wirklich ein großes Problem unserer Zeit löst. Und zwar geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Und es geht um die zweite Säule in der Nachhaltigkeit, und zwar nicht um die Energieverbräuche. Die kennen wir schon seit 20 Jahren, die beherrschen wir gut. Die NF hat uns da geholfen und geärgert. Aber es geht eben hier um diese zweite Säule in der Nachhaltigkeit, um das CO2 in den Materialien und um den Nachweis dieses CO2s in den Materialien. Es geht um Cradle to Cradle, es geht um Kreislaufwirtschaft, und es geht eben in unserem Tool darum, diese Werte, diese Aussagen in Planungen aus digitalen Zwillingen heraustreffen zu können. Was ich euch hier zeige, ist eine Kooperation. Also ich bin ja jetzt hier im Slot von Drees und Sommer eingeladen worden von der Kelly. Drees und Sommer ist hier nur einmal erwähnt in dieser Präsentation, aber es sind natürlich hier die Enabler dieser ganzen Geschichte. Es ist eine Kooperation zwischen der EPA und unserem Produkt BIM & More. Ein Produkt BIM & More ist unser Werkbank IT GmbH Produkt. Ich bin Geschäftsführer und Gründer dieser GmbH, und wie die Kelly gesagt hat, wir gehören eben inzwischen zu Drees und Sommer, genauso wie die EPA, die auch zu 75% inzwischen zu Drees und Sommer gehört. Die EPA ist ein Umweltinstitut, sitzt eigentlich in Hamburg und wurde Ende der 80er Jahre von Professor Michael Braungart gegründet. Und der Michael Braungart ist ja dieser Kreislaufwirtschaftspapst, der auch schon eine gewisse Bekanntheit erlangt hat, der natürlich das Thema Kreislaufwirtschaft in einem deutlich breiteren Rahmen betrachtet hat, also gesamtwirtschaftlich. Der kümmert sich auch um wiederverwertbare Turnschuhe, er kümmert sich um wiederverwertbare T-Shirts. Durch den Input hier von Drees und Sommer hat natürlich die Kreislaufwirtschaft auch an dieser Stelle und mit dem Professor Michael Braungart einen starken Gebäudedrive noch bekommen. Also man sieht hier verschiedene Aktivitäten, die die EPA gemacht hat in den letzten Jahren, und darunter waren circa 80 Gebäuderessourcenpässe. Das ist so ein Gebäuderessourcenpass, also ein Ausweis der Kreislauffähigkeit eines gebauten Gebäudes. Das Problem dieser 80 Building Circularity Passports, so heißt dieses Produkt der EPA, war, dass das circa 4 bis 5 Monate dauert, bis da irgendwelche Chemiker in Hamburg tatsächlich alle Daten recherchiert haben und eine wirklich wissenschaftlich fundierte Aussage treffen konnten über die Kreislaufwirtschaft eines Gebäudes. Das heißt, ein Gebäuderessourcenpass, einer der 80 Gebäuderessourcenpässe, war selten billiger als 50, 70, 80.000 Euro. Das heißt, wir haben zwar die wissenschaftliche Information, die Expertise, dass man diese Eigenschaften von Materialien in Gebäuden nachweisen kann, aber wir haben natürlich nicht die Tools, um tatsächlich das in Eskalierung zu bringen. Das war der Ansatz hier unseres Projektes. Und das war der Ansatz der Zusammenarbeit zwischen der EPA und BIM & More. Denn dass wir das Ganze in die Skalierung bringen können, ist klar, dass wir das nur über Digitalisierung hinbekommen. Es ist auch klar, dass wir das nur über das Thema BIM hinbekommen.
Und da kam dann eben meine Firma ins Spiel und die Werkbank, die wir 2007 gegründet haben, die dann 2011 Tochterunternehmen bekam in Bulgarien. Mit unseren Entwicklern gemeinsam haben wir eben hier eine Strecke im Bereich BIM gemacht und haben eben jetzt hier das Tool BIM and More Metronome entwickelt, mit dem diese Skalierung und die Aussagefähigkeit über die Kreislauffähigkeit von Gebäuden eben skaliert wird. Genau, wir wollen mit diesem Thema, mit diesem Tool Skalierung erzeugen. Es geht ja darum, wir haben irgendwo Bauprodukte, die haben ein gewisses CO2-Level, wenn sie in der Firma produziert werden. Die haben ein gewisses CO2-Level, das angereichert wird, wenn sie auf die Baustelle kommen. Dann wird es verbaut. Überall wird irgendwo CO2 angehäuft. Im Produkt ist CO2, im Verbau ist CO2. Und dieses ganze Thema muss eben gegriffen werden. Das ist im Neubau, kommt es sozusagen ins Gebäude während der Planung, dann wird es errichtet, das Gebäude steht im Betrieb, dieses CO2 ist irgendwo da gelagert und irgendwo geht es dann wieder weiter in eine Sanierung oder es geht in eine Materialverwertung. Das sinnvoll zu machen, dieses Material eben nicht in Richtung Bauschutt zu entsorgen, sondern zu sagen, da muss doch irgendwo was da sein, das man wiederverwerten kann. Da muss doch was da sein, das in das nächste Gebäude oder in das nächste Produkt und zwar auf gleichem Qualitätslevel wiederverwertet werden kann. Dieses Wissen und dieses Wissen um diese Werte, das müssen wir jetzt ausschöpfen hier in diesem ganzen Kreis und in diesem ganzen Kreislauf. Es ist die zweite Säule der Nachhaltigkeit. Wenn wir die nicht hinbekommen, dann kriegen wir die Klimaziele nie hin. Ja, wie wollen wir das jetzt im Endeffekt schaffen? Wir wollen das im Endeffekt schaffen, indem wir eben so ein Tool hier in die Welt gesetzt haben, das irgendwo Produkte, schlussendlich sind in unseren Gebäuden Produkte verbaut, das ist ein Zement verbaut, das ist ein Boden verbaut, das sind alles Produkte, alles Materialien. Zunächst mal brauche ich diese Produkte und die müssen irgendwie zum Planer und dazu brauchen die Planer Informationen über die Produkte und dieses Zusammenführen, das macht im Endeffekt unser Tool BIM and More. Das ist eine Cloud-Lösung, die diese Leistung bringt. Wir haben natürlich hier die ganz klassische Situation. Wir haben irgendwie unsere verschiedenen Planungsphasen nach HOAI. Wir haben im Endeffekt immer die Situation, dass wir zunächst mal produktneutral, generisch planen. Irgendwann im Laufe des Projektes wird das Ganze dann produktspezifisch. Aber ich brauche eigentlich in jeder Zeit, in jeder Phase hier eigentlich eine Information, wie ist die Kreislauffähigkeit von dem, was ich jetzt im Moment in meinem digitalen Zwilling geplant habe. Ja, denn nur dann, nur wenn ich das weiß, dann kann ich hergehen und kann das auch optimieren. Dann kann ich schauen, okay, ich muss eventuell Zementanteile reduzieren oder ich muss irgendwie Zement durch, was weiß ich, eine leichte Trennwand ersetzen oder sonstiges. Aber ich kann es doch nur tun, wenn ich weiß, wo meine aktuelle Planung steht. Und das ist im Endeffekt die Aufgabe, die wir hier lösen wollen. Und oftmals ist es ja so, dass ich diese Aufgabe gar nicht alleine lösen kann. Also ich bin zwar ein Architekt, ich habe eine Grundausbildung, ich verstehe auch irgendwie so die Grundbegriffe über Materialien, über CO2, über Ökobilanz, ich weiß, was eine EPD ist, ich weiß, wie die ganzen Werte zustande kommen. Aber trotzdem brauche ich eventuell nochmal einen Fachmann, ich brauche eventuell nochmal einen Umweltberater oder einen Umwelttechniker, der mir vielleicht nochmal einen Input für ein bestimmtes Gebäude oder für ein bestimmtes Material gibt. Also auch hier ein vernetztes, ein kooperatives, partizipatives Zusammenarbeiten in diesen Fragestellungen war eben auch Teil dieser Aufgabe. Ja, also es sieht jetzt hier zum Beispiel im CO2-Footprint so aus, dass ich da beginne,
hier mal ein Produkt zu nutzen. Ich baue mir vielleicht eine kleine Bibliothek auf als Architekturbüro. Ich habe dann irgendwo eine Aussagefähigkeit über unser Tool. Das heißt, ich kann eben diese Aussage treffen, das Gebäude ist momentan so und so gut bezüglich der Nachhaltigkeit, bezüglich der Kreislauffähigkeit. Und jetzt habe ich hier sitze ich allein, aber hier habe ich jetzt eben die Möglichkeit, auch noch Umwelttechniker oder sonstige Fachleute, Chemiker, wie auch immer, dazu zu ziehen. Das wird man nicht in jedem Projekt machen, auch nicht in jedem Einfamilienhaus. Aber selbstverständlich, jetzt, wo dieses Thema noch so neu ist, sind es natürlich Kooperationsmöglichkeiten, die sehr wertvoll sind. Ja, dann kann ich meine Produkte verbessern, gemeinsam im Team. Und dann geht es im Endeffekt weiter und ich habe hier oben dann schon einen besseren Fußabdruck für das Gebäude. Das sind die Themen, das ist das, was wir mit diesem Tool umsetzen wollen. Und das Ganze ist natürlich dann eben eine End-zu-End-Geschichte, also es geht auch um den ganzen Lebenszyklus. Denn wenn ich das Gebäude, also hier sind wir in der Planung in BIM, irgendwann wird das Gebäude gebaut und ich kann ein As-Built, also wirklich dann den gültigen Gebäuderessourcenpass für dieses Gebäude berechnen. Kann ich erst machen, wenn es wirklich geplant ist. Aber, Entschuldigung, wenn es endgültig gebaut ist. Aber ich muss in der Planung die richtigen Weichen stellen, damit ich da überhaupt hinkomme. Wenn ich das dann gemacht habe, dann geht es im Endeffekt in Richtung Mataster. Ich denke, das ist auch schon ein Begriff, also Materialkataster. Wo dann auch zusätzliche Aufgaben, Urban Mining und wo dann wirklich auch für ganze Straßenzüge, Stadtviertel, ganze Gemeinden die Werte, die sozusagen in den Gebäuden, in den Gebäudematerialien drin liegen, ausgewertet werden können. Also es ist sozusagen, unser Tool beschäftigt sich hier mit der Planung, leitet dann über in diese Speicherung Daten, Ablage, Datenweitertransport in Richtung Mataster und wird dann sozusagen auch für die Urban Mining Aufgaben, Big Data und so weiter an der Stelle genutzt. Hier gibt es ja dann auch finanzielle Aussagen. Also es gibt eine Aussage für einen Investor oder für einen Eigentümer, dass die Materialien, die du über den Gebäuderessourcenpass hier in deinem Gebäude verbaut hast, dass du dadurch, du kannst es hier nachweisen, gewisse Werte, die tatsächlich auch in Bilanzen aktivierbar sind, also da haben sich ja auch die Bilanzierungsregeln geändert, das mir wirklich oder dem Investor tatsächlich echte Vorteile bringt. Ja, und das funktioniert eben dann in diesem Ganzen, in dieser Unendlichkeitsschleife, die wir hier gerne darstellen. Ja, das Ganze hat natürlich dann auch noch das ganze Paket, den ganzen Rucksack oder auch das ganze Ziel, Thema ESG-Regulierungen, Thema auch Förderungswesen in Deutschland. Es gibt ja im aktuellen Koalitionsvertrag der Regierung, steht ja drin, die Regierung hat das Ziel, einen Gebäuderessourcenpass verbindlich zu verordnen oder quasi verpflichtend einzuführen, ist natürlich jetzt durch die aktuelle politische oder geopolitische Situation wahrscheinlich nicht mehr oder nicht auf Prioritätenliste ganz oben, aber das Bewusstsein ist da. Ja, das Bewusstsein ist da, dass hier was getan werden muss und zwar auch regulatorisch auf einer Verordnungsebene, um die Themen wirklich voranzubringen. Ja, und jetzt würde ich das tatsächlich mal gerne zeigen. Das ist jetzt ein Screen-Video und man sieht hier, das ist jetzt das Thema Web-Interface, dort wird eine Datenbank gepflegt oder dort wird eine Datenbank zur Verfügung gestellt. Das sind jetzt hier 284 Baumaterialien, die komplett von der EPA bezüglich ihrer Nachhaltigkeitseigenschaften und auch ihrer Cradle-to-Cradle-Eigenschaften, also ihrer Kreislaufeigenschaften, bewertet worden sind. Das Ganze gibt es für Kostengruppe 300, Rohbau. Das Ganze gibt es für Fenster. Das wird jetzt erweitert um das Thema Haustechnik. Und man sieht eben hier, wie anhand dieser Bibliothek, das ist ein ganz
einfaches BIM-Bibliotheksmanagement, das ich hier zentral mache. Ich stelle hier meine Aufbauten zusammen und leite die dann aus an meine 20 Büroarbeitsplätze oder 50 und kann eben hier sicherstellen, dass diese 20 oder 50 Arbeitsplätze eben mit dieser Qualität an Inhalten, an Daten die Gebäude aufbauen. Und hier eben nochmal aufgewertet durch das Thema Nachhaltigkeit. Ja, jetzt schauen wir uns hier, also es geht jetzt immer noch um das Thema. Hier kann ich jetzt dieses Produkt oder diesen mehrschichtigen Aufbau, das ist ein Fußboden, den kann ich jetzt einem Projekt zuordnen. Und wir sehen dann gleich, wie das Ganze im CAD aussieht und wie das dann ins CAD rüberkommt. Das heißt, hier habe ich jetzt gerade diesen Rohfußboden mit den ganzen Schichten und eben im Hintergrund immer mit den ganzen Nachhaltigkeitsdaten, mit den ganzen Cradle-to-Cradle-Informationen abgelegt und wie gesagt einem Projekt zugeordnet. Und jetzt gehen wir mal rüber in den Revit rein. Da gibt es dann quasi die andere Seite, das Frontend. Das ist ein Plugin, das mein Revit oder ein Archicad momentan installieren kann. Es ist hier strukturiert in dem Fall jetzt nach Kostengruppen und kann jetzt hier mir eben diesen Rohfußboden wieder auswählen. Habe ihn jetzt importiert, habe alle Cradle-to-Cradle-Eigenschaften dieses Fußbodens jetzt in mein CAD-System übertragen, zeichne jetzt, baue jetzt meinen digitalen Zwilling damit auf, jetzt mal hier nur einen Fußboden und kann das jetzt auswerten und sehe eben als Ergebnis hier schon den CO2-Fußabdruck dieses mehrschichtigen Deckenaufbaus. Ich habe eben hier noch zusätzlich die KPIs des Themas Cradle to Cradle, also eine Aussage über Demontierbarkeit, Materialgesundheit, Anteil der in den Materialien wiederverwerteten Produkte. Ja. Die Basis ist mehr oder weniger für die Berechnung ist immer natürlich die Menge dieser einzelnen Schichten. Und das sieht man jetzt hier, man sieht auch hier nochmal für jede einzelne Schicht die Materialeigenschaften in Bezug auf die Kreislauffähigkeit. Und selbstverständlich funktioniert das auch, das Ganze nicht nur mit einzelnen Bauteilen, sondern eben mit kompletten und ganzen digitalen Zwillingen. Wenn wir das hier anschauen, 918,1 Tonnen CO2, das ist jetzt ein Geschoss eines Bürogebäudes. Und genau, wenn wir jetzt hierher gehen, jetzt können wir natürlich auch optimieren. Das heißt, wir können uns alle hier in diesem digitalen Zwilling, da in diesem CAD-Modell befindlichen Materialien anzeigen lassen. Das machen wir hier. Jetzt haben wir hier so einen Sichtbeton und den wollen wir jetzt verbessern, indem wir entweder einzelne Schichten auswählen. Das hat jetzt nur eine Schicht, kann man auch das ganze Ding einmal auswechseln. Das heißt, wir wechseln das jetzt durch einen CO2-reduzierten Beton aus und sehen dann, dass sich diese 918,1 eben verbessern und somit habe ich eben hier eine Verbesserung durch die Änderung eines Materials erreicht. Also hier sehe ich jetzt, da steht schon CO2 reduziert. Da sehe ich jetzt nochmal genau, was das für ein Produkt ist und kann jetzt eben wieder in diese Auswertung reingehen und sehe, wir hatten 918, jetzt haben wir 893,5 Tonnen CO2 und haben eben hier jetzt in diesem Geschoss schon eine Verbesserung erreicht. Jetzt tauschen wir noch ganz kurz ein Fenster aus, dann kriegen wir nochmal eine Verbesserung hin. Also das soll zeigen, es geht jetzt nicht nur um Materialien, sondern es geht auch um eigentlich Bauteile, Objekte, Loadable Families, Loadable BIM-Objekte, die hier im Endeffekt alle ausgewertet werden können. Also jetzt haben wir hier ein produktneutrales Fenster mit irgendeinen gewissen Werten. Da haben wir dann in unserer Datenbank ein paar Schüko-Fenster drin, die deutlich, oder da gibt es ein paar deutlich bessere.
mit denen wird das jetzt ausgetauscht und dann kriegt man da nochmal eine leichte Verbesserung hin. Also 883. Und wenn ich jetzt hergehe und natürlich meinen kompletten digitalen Zwilling so überarbeite und so optimiere und immer genau weiß, was ich eigentlich hier tue und was ich wirklich tun muss, ja, um zu verbessern, dann bin ich wirklich in einer komplett neuen Nachhaltigkeitsbauweise. Ja, und das ist natürlich total neue Geschichte. Jetzt kann man hier das Ganze auch noch wieder zurückschicken in den digitalen Zwilling, Entschuldigung, in das Websystem. Das habe ich aber, glaube ich, jetzt hier abgeschnitten, weil ich darf noch nicht so lange machen. Und ja, das heißt, das wäre jetzt nochmal die Ebene zurück, dass ich auch einen Nicht-CAD-Zeichner, zum Beispiel einen Umwelttechniker, über genau diese Daten drüber schauen lassen kann und ihn fragen kann, hey, helf mir, verbessere mir bitte dieses Produkt oder helf mir allgemein gewisse Werte zu erreichen, weil mein Bauherr braucht das oder jenes für irgendeinen Nachweis hinsichtlich Finanzierung über Green Deal, ESG-Kriterien und so weiter. Ja, also das ist quasi jetzt der Blick ins Tool. Jetzt noch ein paar, wen das interessiert, sich das mal gerne genauer anzuschauen. Einfach nur hier bimemore.com/ hier loslegen, Formular ausfüllen, dann kann man das Ding mal 2 Monate lang testen und rumspielen. Wie gesagt, es sind 284 Materialien, 35 mehrschichtige Bauteile, Fenster, Türen und so weiter. Alles mit diesen entsprechenden EPA-Daten hinterlegt. Kreislauffähigkeit, man kann sofort einen digitalen Zwilling aufbauen in Archicad oder in Revit und man kann sofort entsprechend die Kreislauffähigkeit sehen. Ja, jetzt, warum weltweit einzigartig, warum neu, warum Weltneuheit? Nun, wir sehen tatsächlich, also wir kennen kein Tool und ich glaube, die Leute von der EPA kennen sich da sehr gut aus, das ist der Daily Business, die das im Endeffekt zum einen mal Ressourcenpässe berechnet, dann auch noch vollständig in BIM integriert. Das im Endeffekt, wir arbeiten jetzt gerade daran, auch Industriedaten mehr und mehr anzupassen. Das Ganze in Richtung die Madaster-Anbindung kommt jetzt noch, das eben auch in diesem Ökosystem komplett vernetzt ist. Genau, und mit dem ich auch noch mit Nicht-CAD-Zeichnern, wie zum Beispiel Umwelttechnikern, optimieren kann. Vielleicht kennt jemand ein Tool, dann sind wir doch nicht weltweit neu. Wir kennen keins und deswegen haben wir uns getraut, das zu sagen und auch so in die Kommunikation zu gehen. Ja, unsere Mission ist im Endeffekt hier eine Skalierung hinzubekommen, um wirklich die Klimawende, die Klimaziele, die ja die Politik immer gern vorgibt, auch tatsächlich umsetzbar zu machen. Wir haben es heute schon mal gehört, 40% der CO2-Thematik liegt im Gebäude. Jetzt kann man, oder mit Tools wie diesen, kann man daran arbeiten, kann man das verbessern, kann man das reduzieren und kann man tatsächlich die politisch gesetzten Ziele, aber wahrscheinlich auch die notwendigen Schritte, die wir wohl alle brauchen, umsetzen. Das war eine Einladung. Schauen Sie sich das an. Also vielen Dank, lieber Matthias. Hätten wir, glaube ich, auch so gemacht. Ja. Genau. Hat jemand Fragen zu diesem sehr komplexen Thema? Timo. Ihr seid ja jetzt noch momentan am Material, oder? Bei der Datenbank, aber noch nicht am Produkt. Weil ich sage jetzt mal, weil ich sage, ihr fasst ja quasi Holz, ist ja nicht gleich Holz und Beton ist nicht gleich Beton. Also kommt der Stahl aus Indien oder kommt der Stahl und dieser produziert und so. Ne? Also, genau. Also unsere Schwierigkeit als Architekt ist ja immer sozusagen der Wandel, dass sich Produkte verändern und die Produktprozesse hinter dem Produkt sozusagen sich ständig verändern. Ja? Ja. Also die Firmen verändern ihre Produktionsweisen. Genau. Ja. Und wir kommen eigentlich gar nicht hinterher zu wissen, was ist jetzt eigentlich das richtige Produkt. Genau, genau. Der, ja. Ja. Das schier Unmögliche, was wir gar nicht können. Genau, absolut richtig.
Und das wird, glaube ich, das werdet ihr nie hinbekommen. Ja, genau. Und deswegen braucht ihr tatsächlich diese Unterstützung, auch von diesen Umweltinstituten, die da arbeiten. Kurz zu den Daten, die da momentan drin sind. Oder es gibt ja, also es gibt ja Ökodaten, die sind komplett öffentlich verfügbar. Es gibt in Deutschland die Ökobaudat-Datenbank. Es gibt die, in Österreich heißt das, glaube ich, Baubuch. In den USA gibt es große Datenbanken mit ökologischen Daten zu Baustoffen. Also es gibt verschiedene Quellen. Das ist aber alles eher produktneutral generisch und ist in Deutschland so, dass man für Deutschland tatsächlich Durchschnittswerte hernimmt. Die sind relativ schlecht und versucht so sozusagen auf einer konservativen Art und Weise eine Berechnung zu machen, die dann passen sollte, weil man eben von schlechten Ausgangswerten ausgeht. Zum Beispiel, da gibt es ja diese, also wie du schon gesagt hast, also gibt es verschiedene Lebensphasen in diesen Lebenszyklus oder Lebensphasen in so einem Produkt oder in der Ökobilanzierung eines Produktes. Und es beginnt eigentlich bei der Entfernung zu den Rohstoffherstellern. Ja? Und da nimmt man in Deutschland immer 1000 Kilometer, was so eine relativ lange Nord-Süd-Achse ist. Aber es wird wahrscheinlich wenig Hersteller geben, die immer diese tatsächlich lange Zulieferdistanz haben. Das beantwortet jetzt nicht die Frage, was ist mit dem Ausland, aber das ist die Lösung für Deutschland. Also, dass man sehr konservative Werte hernimmt, um hier konservativ zu berechnen. Das Problem ist, da hast du auch noch recht, also es gibt aber jetzt noch keine tatsächliche Lösung, was mache ich, wenn ich aus China oder was mache ich, wenn ich aus Afrika mir irgendwelche Produkte oder Rohstoffe hole. Da gibt es noch keine Lösung, wird versucht jetzt irgendwie, also es ist eine ständige Entwicklung, wird versucht irgendwie zu greifen. So, produktneutral. Produktspezifisch sieht die Lösung so aus, da gibt es ja schon die Verpflichtung der Baustoffindustrie, EPDs zu erstellen. Also EPDs, Environmental Performance Data Sheets, also die haben die Verpflichtung, genau diese Daten, diese Lifecycle-Daten oder diese Lebenszyklen ihrer Produkte zu dokumentieren. In Skandinavien wurde mir berichtet, ich weiß nicht, ob es stimmt, wird kein Produkt mehr verkauft, wo nicht eine EPD dabei liegt. Ja, die sind da einen Schritt weiter. Bei uns. Genau. Und jetzt kommt der springende Punkt. Genau. Also das war jetzt das Zweite. Jetzt wollte ich sagen, also hinsichtlich der echten Produkte geht es um die EPDs. Ich würde mal sagen, wir haben vielleicht für 30% der Produktportfolios EPDs. Das sind noch lange nicht für alles. So. Jetzt kommt der dritte Punkt. Wir versuchen natürlich mit dem System uns direkt bei den Herstellern auch anzubinden. Das heißt, wir versuchen jetzt, also wir haben ja verschiedene so aus unserer Geschichte, die da mit uns schon was gemacht haben, sind natürlich lang nicht alle, aber wir versuchen tatsächlich an die Industriedaten heranzukommen, wird uns wahrscheinlich nicht komplett gelingen, ist auch ein Kostenfaktor, kostet uns was, müssen wir weitergeben. Aber das ist so das Prozedere, das heißt die EPDs, dazu sind sie verpflichtet. Ob sie sich bei uns anbinden wollen, ist Fragezeichen, aber wir probieren es und gehen schon davon aus, also wir haben sicherlich, die Großen sind da schon dabei, die haben auch die Ressourcen im Datenmanagement und so weiter, so ein Knauf, so ein Saint-Gobain und solche Themen, Schüco, wie ich schon gesagt habe, die werden da alle in wenigen Monaten drin sein. Ja, die Aussagen oder die Zusagen haben wir schon. Aber es ist trotzdem natürlich nicht marktübergreifend. Das war ausführlich und vielen, vielen Dank. Ja, sorry. Nein, nicht, entschuldige dich bitte nicht dafür, weil es ist ja wichtig, das zu verstehen, weil es ist eine wirklich sehr komplexe Angelegenheit. Komplexes Thema. Ganz genau. Ja, ja, und ja. Nachhaltigkeit ist natürlich ausgelutscht, aber man sagt ja auch inzwischen regenerative Baumaßnahmen in diesem Fall, ne, dass man das auch mal richtig benutzt in dem Fall, weil nachhaltig kann ja alles sein. Und insofern, ich finde, es ist ein sehr cooles Tool, was es aber noch weiterzuentwickeln gilt. Definitiv, aber das, so ist es, ist ja auch ein Prozess. Das geht ja nie, ganz genau. Hört ja nie auf. Ja. Ganz genau. Ja. Dann ganz lieben Dank, Matthias, Dankeschön. Für deine Zeit. Mhm. So, nun steht gleich an meiner Seite eine Persönlichkeit, die ein Unternehmen vertritt, das sich mit virtuellen Welten schon so lange beschäftigt, dass man es getrost als Urgestein betiteln kann. Ja, mit ihrer Technologie hatte ich nämlich meine ersten VR-Erfahrungen und
da kann ich mich noch dran erinnern, die erste Brille war so groß, wie die Handy oder das erste Telefon, mobile Telefon groß war. Nämlich so ein Kasten und so weiter. Jetzt ist das gute Stück, das ist sowas von neu, brandneu, kann man sagen. Das ist jetzt das brandneue Modell von dem Unternehmen. Und ihr gehört inzwischen eben auch zu den führenden Anbietern im Bereich VR, XR. Und ihr erschließt nun den Bereich für Architekten, planende Professionen, der Bauwirtschaft und generell den Kreis der Kreativen. Und unter dem Titel Wie Virtual Reality die Workflows in den Bereichen Architektur, Konstruktion und Bau wettbewerbsfähiger machen kann, führt uns nun Fabian Nappenbach von HTC Vive, oder HTC eigentlich nur, durch seinen Programmpunkt. Und auch hier darf ich nochmal erwähnen, auch wir haben einen Podcast geführt, und zwar im Zusammenhang der Messe Bau, die jetzt stattgefunden hat, im Live-Cube von der Cube, vom Architekturmagazin, was ich eingangs erwähnt habe. Und der ist auch auf der Seite von der Cube abrufbar. Fabian, die Bühne gehört dir. Bitte schön. Super, danke schön. Super, dann will ich versuchen, ein bisschen Zeit aufzuholen. HTC ist ein kleiner Startup aus Taiwan, der schönen Insel, wo 80% der besten High-End-Chips heute herkommen. Also man kennt sie aus den News, hohe Konzentration. Bescheidenheit zur Seite, ich kann sagen, wir haben das Smartphone, wie wir es kennen, erfunden. Wir haben das Ganze 2003 angefangen, also im Jahr minus 5 vor dem iPhone. Und ich war ein Kunde damals noch, kein Mitarbeiter. Man wurde damit schon immer ein bisschen wie so ein Freak angeschaut, weil das war noch ein riesen Brikett. Screen war ein Viertel so groß wie heute, das Gerät wog aber doppelt so viel und konnte fast gar nichts. Es war aber trotzdem prototypisch das, was man jetzt in der Hand von jedem Teenager und wahrscheinlich bald von jedem Rentner findet. Wir haben nach vielen, vielen super tollen Smartphones irgendwann im Jahre 2015, 16 einen Sprung gemacht und gesagt, wir haben hier einer Computerrevolution geholfen, wir bauen jetzt die nächste. Aus mehreren Gründen. Erstens war es reif. Zweitens ist der Smartphone-Markt an den Punkt gekommen, wo es nur noch ein Scale-Game war, wo dann so Firmen wie Samsung oder die Chinesen einfach nur über Kosteneffekte so einen kleinen Nischenpair wie uns einfach aushebeln konnten. Deswegen sind wir dann ins VR-Game eingestiegen, weil man sehr viele der Fähigkeiten, die man braucht, um ein Smartphone zu bauen, hier wieder anwenden konnte. Weil Kelly hat es ja schon gesagt, ein Evolutionsschritt ist immer, die Dinger werden immer kleiner, obwohl immer mehr reinkommt. Für uns aus der Smartphone-Branche natürlich totales Déjà-vu. Kleines Füllchen zur Einstimmung. Wie stellen wir uns den glücklichsten und bestaussehenden Architekten, der ein VR-Headset in seinem Arbeitsalltag einsetzt, vor? Bis euch! Ja, da war viel Schönes dabei, nämlich zum Beispiel, wie der Kollege als Avatar aussah. Wir haben vorher schon ein bisschen über das Metaverse geredet. Metaverse, muss man ein bisschen aufpassen, weil manche Leute meinen, das wäre eine Firma von einem gewissen Herrn Zuckerberg, weil irgendwie was mit seinem Namen gemacht hat. Wir sind der Sache ganz raffiniert ausgewichen und haben gesagt, das, was wir bauen, ist zwar im Metaverse, aber wir nennen es das Viveverse. Ist aber natürlich nur ein Marketingplan. Natürlich bauen wir das Metaverse, so wie wir es verstehen, was eine offene Plattform sein soll, die nicht irgendeiner Firma gehört, weil es ist im Rahmen des Web 3 natürlich das ideale neue User-Interface für begehbare Welten. Also alles, was man in VR-Brillen als Standalone-Applikation angefangen hat, kann jetzt den gleichen Schritt machen wie Smartphones, die auf einmal zu dem Player für das Web 2 wurden. Und die gleiche Entwicklung gehen wir hier durch.
Da spare ich jetzt durch alle Branchen zu gehen, die das Metaverse betreffen kann, aber Spoiler, es sind fast alle, weil so wie wir uns am Anfang von dem Web gefragt haben, müssen wir eigentlich ins Internet, da gab es eine legendäre IBM-Werbung, warum, wieso, keine Ahnung, steht in der Zeitung, ist es eine ähnliche Entwicklung, die wir in Diskussionen mit Leuten aus der Industrie wahrnehmen, dass es eigentlich in sehr vielen Branchen sinnige Anwendungen dafür gibt. Obwohl es heute natürlich sehr viele Leute noch anschauen und sagen, boah, mit so einer Brille, das wird sich nie durchsetzen. Aber auch das habe ich mit meinem Rikett-Smartphone ja schon mal hinter mich gebracht. Um in dieser Übergangszeit, wenn nicht jeder eine VR-Brille hat, das Metaverse unter die Leute zu bringen, ist es wichtig, es nicht auf VR-Brillen zu beschränken. Am besten sieht es aus auf einer VR-Brille, aber in der Übergangszeit kann ich natürlich Metaverse-Anwendungen auch auf einem flachen, großen Bildschirm wie dem PC und dem Smartphone bearbeiten, aber Ganze nur als Brückentechnologie. Das richtige Metaverse ist aus meiner Sicht immer gleichbedeutend mit der Anwendung, die ich in VR wahrnehme oder, nach vorne gedacht, in einer Extended Reality, VR, XR, AR, auf jeden Fall mit dem großen Unterschied, dass ich mich drin frei bewegen kann. Ich muss hier aufpassen, weil ich laufe, weil da drüben mag die Kamera nicht mehr, aber in VR sind die Räume, die man inzwischen begehen kann, aus der Anfangszeit, wo das so 2x2 Meter waren, inzwischen weg und wir haben Installationen, die inzwischen die Größe von 2 Tennisfeldern hat und ich kann meinen Körper so benutzen, wie ich es gewohnt bin, mit meinen Füßen, mit fast all meinen Sinnen. Wir bauen sowas natürlich nicht nur, was die Welt betrifft, sondern ein ganz wichtiger Teil davon ist, in dem Fall wieder, das ist nicht so ein komplizierter digitaler Zwilling, aber es ist auch so was Ähnliches wie ein digitaler Zwilling. Wenn ich meine Tochter beim Computerspielen beobachte, die Hälfte der Zeit verbindet sie damit, ihren perfekten Avatar zu gestalten. Das macht man idealerweise nur einmal für das gesamte Metaverse. Weil ich sage, damit gehe ich jetzt im Wifehurst und dann geht es um den Zuckerberg und geht verschiedene Anwendungen. Da gibt es unterschiedliche Geschmäcker. Der Prozess ist ziemlich einfach. Man fängt mit seinem Handy-App an, macht ein Selfie, gestaltet sich um, sieht dann meistens ein bisschen besser aus wie im richtigen Leben. Andere Leute gehen komplett ins Comic-Bereich oder in die ganz wilden Sachen. Aber es ist mit Sicherheit ein zentrales Element. Wir haben eine Show-Anwendung mit einem Operator aus Dubai, mit Etisalat gemacht. Die haben die Vision gehabt, sie schaffen ein Corporate Metaverse, um sich beim Kunden zu präsentieren. Aber zum Glück waren sie nicht so unkreativ, dass sie gesagt haben, wir nehmen jetzt einfach das Büro, das wir schon haben und bauen es in 3D nach, sondern sie haben ein futuristisches Büro auf ihrer zukünftigen Marsstation so im Jahre 2050 geschaffen. Mit dem Ziel, dass sich Kunden, die schon eine VR-Brille haben oder das anders begehen wollen, zu Shops, zu Customer Service Schaltern, zu Videos bewegen können, so als würden sie jetzt wirklich in der High Street laufen, mit dem großen Unterschied, sie kriegen das Ganze von zu Hause hin. Bei so einer Installation reden wir von einem Zeitbedarf, um das zu bauen, von über einem Jahr. Und da waren auch sehr viele Nullen dran. Also das ist dann schon sehr aufwendig und baut halt wirklich immer auf dem auf, was die Kunden schon haben, aber trotzdem ist es auf der grünen Wiese entstanden. Wir haben natürlich den Anspruch, dass wir auch sehr viel kleinere mittelständische Unternehmen helfen können, ins Metaverse zu kommen. Dazu haben wir jetzt ein Produkt am Start, das Wifeverse for Business heißt. Und das ist, um mal in Analogien zu sprechen, eher so der Fertighausansatz. Also die Etisalat-Lösung war wirklich grüne Wiese, holen Architekten rein und bau was. Hier haben wir jetzt verschiedene Module, die vorgefertigt sind, diesen schönen Hexagons. Und je nachdem, ob der Kunde jetzt sagt, ich möchte jetzt eigentlich nur einen Meetingraum haben oder ich möchte was, wo ich mich präsentieren kann, werden hier Standardmodule zusammengebaut. Und da reden wir jetzt in Implementierungszeiten von wenigen Monaten und eher so im 100.000-plus-Bereich, also eine sehr viel einfache, modularere Lösung. Was für immer mehr Mittelständler oder kleine Unternehmen ein Thema wird. Unser Hauptgeschäft ist natürlich, also ein klassisches Geschäft ist hier die Hardware. Und es gibt mehrere Wettbewerber, die halt ein Flagship-Produkt haben. Wir sind schon, wie es Kelly gesagt hat, hier ein bisschen so der Veteran in der Branche. Das heißt, wir arbeiten hier in sehr vielen verschiedenen Marktsegmenten. Wir haben angefangen mit den großen Brillen, die an den PC angeschlossen wurden. Die gibt es immer noch. Die wurden hauptsächlich von Gamern gekauft. Also die werden jetzt hauptsächlich von Gamern gekauft. Das ist das Teil, wenn ich sowieso so eine 2000-Euro Grafikkarte habe und mein Leben über FPS definiert wird, dann kaufe ich mir auch so eine Brille dazu. Für Businesskunden haben wir Standalone-Brillen, also die den Computer schon eingebaut haben, sehr viel robuster sind und die von ihrem ganzen Software-Ausstattung sehr viel mehr für
so gebaut worden, dass sie auch IT-Chefs glücklich machen. Die kann man aus der Ferne löschen. Da kann ich bestimmen, welche Apps draufgefahren werden. Das sind also reine Business-Tools. Und letztes Jahr haben wir den ganzen Formfaktor wirklich zusammengecrushed, dass wir jetzt in die Größe von einer größeren Oakley-Brille gekommen sind. Also dass jetzt wirklich Brillen sind, die eher für passive VR-Anwendungen zu nutzen sind. Das neueste Gerät macht sich jetzt ganz einfach, es packt einfach alles zusammen. Wir haben jetzt die neue Vive XR Elite auf der CES vorgestellt und die kann man am PC anschließen zum Spielen. Die kann alle Software fahren, die eine Focus 3 hat und man kann sie auseinanderbauen, sodass sie auf einmal zu einer super kleinen, handtaschenfähigen Brille wird, so wie die Flow. Größe ist dabei ein großes Thema. Größe ist ein großes Thema, wow. Wir sind jetzt im Bereich, die wiegen jetzt unter 600 Gramm, komplett zusammengebaut. Wenn ich die Batterie anders gestalte, sind wir im Bereich 250 Gramm. Da haben viele Leute größere Kopfhörer auf oder schwere Kopfhörer auf, wenn sie unterwegs sind. Und auch der ganze Komfort ist ein wichtiger Faktor. Wenn hier sehr viele Bänder und Streifen und Riemen und sonst was dran sind, ist es schon mal eine sehr schlechte Idee für Leute, die nicht so kurze Haare haben wie ich oder einen Turban aufhaben. Und es ist auch sehr aufwendig, die ganze rumzugeben. Wir sind inzwischen so weit, dass der Prozess, das aufzusetzen, wer weiß, wie eine Brille funktioniert, schafft es mit der auch. Und Stichwort Brille, auch immer ein tolles Thema, wer Brillenträger ist, angeblich die Hälfte der Bevölkerung, hatte das früher mal einen großen Spaß, das unter die VR-Brille runterzukriegen. Das haben wir jetzt anders gelöst. Wir können hier optische Linsen einbauen, wo ich einfach meine Dioptrien reindrehe und dann ein scharfes Bild habe, obwohl ich irgendwo bei -3, -2 Dioptrien rumlaufe, stelle ich jetzt einfach ein. Auch das wieder mit dem Ziel, das Ganze wirklich breiter ausrollen zu können und nicht nur für Leute, die halt wirklich Technik-Freaks sind, sondern für ganz normale Menschen. Das sieht man dann auch, wie sie dann hier so aussieht. Es ist dann wirklich eine Brille. Der Vorteil, wenn das Ganze eine Brille ist, ich kann es quasi auch im Liegen oder Sitzen oder zurückgelehnt benutzen, weil nichts mehr am Hinterkopf ist. Und deshalb habe ich bis jetzt immer VR gesagt. Es gibt eine Menge R's, also VR, AR, MR. Wenn man es alles dann zusammenfassen kann, kann man sich behelfen und nennt es einfach XR. Deswegen heißt das Gerät auch XR. Der spannende Teil ist wirklich, mit Mixed Reality, so wie wir es hier implementiert haben, ist hier eine Videokamera drin, die immer den ganzen Raum aufnimmt und dazu dann digitale Objekte mischt. Hat den großen Vorteil, ich bin nicht mehr isoliert in einem nur virtuellen Raum, was vielleicht für ein Spiel eine gute Idee ist, aber für eine Anwendung wie hier, die beiden schauen sich gemeinsam ihre tolle neue Turbine an und die sehen sich und stehen in ihrem normalen Büro und fühlen sich komplett wie im normalen Leben, obwohl sie ja eigentlich wie ein Hologramm von einem künstlichen Objekt reinmischen. Und das ist einer der großen, vielen Vorteile, die jetzt mit Mixed Reality kommt. Es verbreitert wirklich die Möglichkeiten, was ich damit machen kann. Ein großer Treiber für die Technik ist Tracking. Ich sage mir, wenn sich's bewegt, wollen wir es tracken. Ich bewege mit der Brille mich selber, das heißt, ich tracke mich selbst im Raum. Ich habe normalerweise Controller in der Hand. Jetzt fangen wir an, auch das Gesicht, die Augen und das Kiefer zu tracken, also mit extra Kameras, die am Auge platziert werden, extra Kameras am Kinn, das ist dann das Gerät, was dann unten hängt, und hat den Vorteil, die Avatare im Metaverse sind schon mal nicht so uncanny, ich kann jetzt wirklich Leute in die Augen schauen, ich habe realistische Gesichtsbewegungen. Ich kann es aber zum Beispiel auch für Marktforschung nutzen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt ein Architekt und möchte wissen, jemand, der zum ersten Mal in einem Raum sitzt, was sieht er eigentlich als erstes an? Ich folge seinen Augen. Ich kann auch wirklich aufzeichnen, welche Bewegungen jemand hat, wenn er mit irgendwas konfrontiert wird, was in der Marktforschung mit sehr viel aufwendigeren Setups über Jahre gemacht wurde und jetzt ein ganz kleines Zubehör für eine handelsübliche VR-Brille ist. Noch besseres Tracking ist, wenn ich an den ganzen Körper gehe. Der Kollege hier hat hier 4 davon über seinen Körper verteilt. Das ist ein, nicht YouTuber, sondern ein VTuber, der sehr viele Follower im VR-Chat hat. Und man sieht, die Bewegung, die es ihn gerade da runterhaut, ist jetzt hier in dem Avatar komplett nachgebildet. Also Full-Body-Tracking ist was in Hollywood super weit verbreitet. Man kennt diese Anzüge, teure Systeme. Hier reden wir von ganz kleiner Extra-Hardware, die man an die VR-Brille dran baut. Und je mehr man davon hat, desto besser ist es. Also wir können hier wirklich an Hand, Fußgelenken, am Gürtel zusätzliche Datenpunkte erzeugen, um damit
das ganze Skelett simulieren zu können, was sehr viele spannende Anwendungen gerade im Businessbereich hat. Und praktischerweise nicht nur mit unseren Brillen läuft. Wir versuchen uns immer ein bisschen netter aufzustellen als der Rest und sagen, das funktioniert dann auch mit den geschätzten Kollegen von Oculus und von Pico und vielleicht irgendwann mal von Apple. Am Anfang haben wir angefangen, VR-Brillen hauptsächlich für Gamer zu vermarkten. Dann kamen auf einmal Firmen auf uns zu. Die ersten waren Automobilhersteller und haben gesagt, das können wir auch brauchen. Wir haben da schon eine Menge Ideen. Hier ist übrigens unsere Wunschliste, was ihr an den Geräten ändern wollt. Und da kamen dann sehr viele verschiedene Use Cases raus, wo ich hier nur an der Oberfläche kratzen kann. Einer ist wirklich virtuelle Meetings oder virtuelle Büros, weil irgendwas ist passiert die letzten Jahre. Wir waren auf einmal alle zu Hause und haben in so einen kleinen Zoom-Bildschirm geschaut. Das war so ein paar Wochen lustig und dann sehr nervig. Der Unterschied von einem virtuellen Meeting im VR, wo ich mich mit Avataren treffe, ist, auf einmal kommt wieder dieses Gefühl, man ist in einem echten Office, man trifft sich mit jemand an der Kaffeemaschine, ich kann mit jemand reden, wenn er weiter weg ist, ist er laut, leiser, ich kann jemand ins Ohr flüstern, ich habe sowas wie Körpersprache. Das heißt, es schafft da neue Möglichkeiten. Und jetzt, wo wir teilweise wieder im Büro sind, viele Firmen haben so Regeln, dass sie sagen, ein paar Leute sind zu Hause, ein paar sind in Büros. Jetzt haben wir gerade gehört, wie man ein optimales Büro baut. Schade, ein paar Leute sind nicht da. Wir stellen uns vor, die Leute, die nicht da sind, sitzen zu Hause, haben da Brille. Die Leute, die da sind, sehen die dann zusätzlich als Avatare in Mixed Reality in dem schönen neuen Büro. Also auch hybride Kooperation ist damit möglich. Training ist einer der großen Treiber inzwischen. Das ideale Szenario, um was zu trainieren, ist Sachen, die entweder gefährlich oder teuer oder beides sind. Pilotinnen haben schon seit Jahren in Flugsimulatoren trainiert, bevor sie an eine echte Maschine herangelassen wurden und kamen schon mit so viel Praxis, Körperpraxis ran, dass danach der Schritte viel einfacher waren und die Gefahr, dass sie eine Maschine aufs Rollfeld falsch parken, war sehr gering. Das ist anzuwenden auf ganz viele andere Berufsbereiche. Wir haben hier Feuerwehrinnen, die das Ganze macht. Piloten sind natürlich ein großes Thema. Aber hier vielleicht ein bisschen näher zu dem, worüber wir hier reden. Kranführer kann mich natürlich wunderbar da trainieren, weil wenn ich einen Rookie gleich auf die Baustelle lasse, ist gefährlich. Wer noch so alt ist wie ich und Stapelfahrer Klaus kennt, weiß, wovon ich rede. Das heißt, hier ist Training deswegen so wertvoll, weil Training in VR funktioniert besser als alles, was ich mit Lesen und Videos mache. Unsere Primatenhirne sind eigentlich nicht dafür gedacht, irgendwas zu lernen, weil ich es irgendwo auf einem Blatt Papier sehe. Wir lernen am besten, wenn wir etwas selber schon mal erlebt haben. Mit unserem ganzen Körper, mit unseren Sinnen. Und VR kommt jenseits von, ich mache es wirklich selber, ist es das Zweitbeste, was man machen kann. Von der Geschwindigkeit, von der Nachhaltigkeit, wie stark es auch wirklich in die Fähigkeiten der Leute einfließt. Wir benutzen es teilweise auch, jetzt kommen wir wieder zu den Autoherstellern, um Produkte zu präsentieren. Erste Welle waren Autohersteller. Ganz normaler Use Case. Ich habe einen Shop. Ich schaffe es leider nicht, alle meine Autos, die ich im Portfolio habe, in allen Farben anzubieten. Ich gebe über VR die Leute die Möglichkeit, dass sie in dem Laden sich ihr Traumauto anschauen, als stünde es wirklich da. Jetzt kommen wir natürlich in die Transferleistung zur Architektur, weil wenn man ein Auto in den Showroom stellen kann, ist eigentlich der nächste Schritt, vielleicht kann ich auch gleich den ganzen Showroom designen. Also das ganze Thema Architektur oder überhaupt Bau war für uns in der Hierarchie, kam das erst ein bisschen später, aber ist inzwischen eigentlich eine sehr logische Weiterentwicklung, weil hier treffen wir auf eine Branche, die schon sehr viel und sehr lange digital arbeitet, das heißt mit dem Computer designt, mit dem großen Unterschied, dass wir hier jetzt die Möglichkeit haben, das, was es noch gar nicht gibt, auch Leuten zu präsentieren, die jetzt vielleicht nicht die Kreativität und die Fantasie von dem Architekten haben, sondern vielleicht seine Auftraggeber sind, die mit so einem Plan auf dem Papier nichts anfangen können, weil sie nicht diese Spezialisten sind. Und da entwickelt natürlich XR seine Stärke. Ich kann es über den gesamten Workflow hier verteilen. Es hat mit Sicherheit seine Rolle in der Ausbildung. Leute, die wirklich gerade erst mal lernen, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Ich kann es sehr stark einsetzen im Bereich, das Gebäude gibt es bis jetzt nur
im Computer und ich zeige es jetzt meinen Auftraggebern oder innerhalb von einer Ausschreibung oder anderen Mitarbeitern oder dem Management, als wäre es wirklich echt, bevor ich wirklich den ersten Spatenstich mache. Und das geht dann runter bis zum Ende des Lebens. Selbst die Decommission von einem Haus lässt sich vielleicht ganz gut planen in VR. Und die Stärke hier ist wirklich wieder, wenn ich mir so ein Gebäude zum ersten Mal ansehe in VR und ich bin ein Laie, ich habe, wenn es keiner merkt, ich habe keine Ahnung von Architektur, aber ich weiß, was mir gefällt, ich weiß, dass ich mich wohlfühle. Das heißt, wenn ich zum ersten Mal einen Entwurf von meinem zukünftigen Architekten mir in VR anschaue, sehe ich vielleicht sehr viel schneller, ob das eine gute Idee war, ob die Tapete eine gute Idee war, ob die Farbe eine gute Idee war, ob das Licht eigentlich so ist, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Das heißt, ich erfahre es am eigenen Leib und baue natürlich dann auch sehr viel schneller eine emotionale Beziehung dazu auf. Es fühlt sich menschlich an und es ist mal ein bisschen schwierig zu sagen, eine Technologie ist menschlich, aber es ist mit Sicherheit menschlicher als alles, was zweidimensional ist, weil wir sind ja dreidimensionale Lebewesen. Wir können das natürlich auch nutzen im Prozess, dass wir den Leuten auch sehr viel schneller genau dieses Feedback geben. Und das ist ein bisschen so der Brückenschlag zu dem, was wir vorher gesehen haben. Ich glaube, das Schlimmste, was passiert, also eine der schlimmsten Sachen, was passieren wird, ist, irgendetwas wird gebaut und dann erst fällt den Leuten auf, ist doch nicht das, was sie wollten. Oder es ist ein totaler Quatsch, wie wir vorher gesehen haben, wo auf einmal das Rohr im Weg war, weil irgendwie zwei Leute nicht miteinander geredet haben. Wenn ich den gesamten Prozess schon vorher in VR einmal durchexerziert habe, bevor ich wirklich loslege, dann kann ich auch wirklich auf mehrere Art und Weisen Zeit ist gleich Geld und Geld sparen. Der Prozess wird erst schon mal beschleunigt, die Reviews sind schneller, ich muss keine Prototypen bauen, ich spare mir wahrscheinlich aufwendige physische Elemente zu bauen und hoffentlich entdecke ich sehr viel früher Fehler, sehr viel früher irgendwelche Sachen, die nicht ideal sind. Und dass das Ganze nicht zu so einem neuen Berlin-Airport wird mit, ich habe die Zahlen schon wieder verdrängt, ich wollte sie gar nicht wissen, aber irgendwas, was dann 9 Jahre später und dreimal zu teuer fertig wird. Und dann stellt man fest, das und das und das wurde total vergessen oder funktioniert nicht so wie geplant. Und das ist etwas, wo natürlich XR, mixed oder nicht mixed, seine Stärken ausspielen kann. So, jetzt habe ich 3 Minuten gewonnen gegenüber dem Plan. Weil ich bin schon auf dem letzten Slide und freue mich super über Fragen. Der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Ich liebe das einfach. Und ich will diese Brille heute auf jeden Fall noch ausprobieren. Das ist eine der wenigen Brillen, die ich noch nicht auf dem Kopf gehabt habe. Will ich auf jeden Fall testen. Du hast ja alles mitgebracht. Also wer will, der kann testen später. Nach mir natürlich. Entspannt, kann jeder testen, was er will. Hat jemand Fragen? Bitte. Wo gibt es die erste Brille, die 5G und Edge Computing kann? 5G ist ein spannendes Themachen, weil ein 5G-Modem, was man genau am Kopf trägt, dauerhaft von der Strahlung her ein Wahnsinn ist. Also Telefone trägt man nur kurz am Kopf, da gibt es diese SAR-Werte und da muss man durch sehr viele Testlabors durchgehen. Das geht schon auch mit dem Kopf, aber es wäre so aufwendig, dass es sowohl Gewicht als auch Kosten als auch die Qualität im Moment noch ein bisschen drücken würde. Also ja, kommt, versprochen, aber es dauert noch ein bisschen. Es müssen noch ein paar kleine Ingenieursproblemchen gelöst werden. Edge Computing, Wi-Fi? Das gibt es jetzt schon. Also Edge Computing ist ein großes Thema bei VR, weil man beim Kunden zum Beispiel nicht unbedingt den Gaming-PC mitschleppen will. Also wir arbeiten da mit Nvidia zusammen, die haben große Rechenzentren, wo die großen GPUs laufen. Und wenn das nah genug dran ist, also wenn wir da irgendwie im zweistelligen Kilometerbereich bleiben, kann ich natürlich die gesamte Berechnung im VR auslagern, weil in so einem Gerät, der Prozessor, der hat so eine einstellige Zahl von Teraflop. Wenn ich da jetzt ein perfektes Haus machen will, dann möchte ich vielleicht ein bisschen mehr Dampf haben und da brauche ich dann Edge Computing. Dann ganz lieben Dank, lieber Fabian. Das war wirklich eine Freude, dich hier gehabt zu haben. Und hast dich durch deine Folien durchgeritten, aber hat auf jeden Fall viel Inspiration mitgebracht. Ganz, ganz lieben Dank. Und nun darf ich Silke Schmidt mit den Studierenden der TU München nach vorne bitten, um die Studienergebnisse von dem Virtual Art Spaces vorzustellen.
Und außerdem wirst du, ihr dürft vorne schon mitlaufen, außerdem wirst du dann auch später noch ein Herzensprojekt vorstellen, was ich gerne unbedingt auch in diese Zukunftswerkschau mit gezeigt haben möchte, von einem ukrainischen Studierenden. Aber da wirst du nachher noch mehr erzählen dann davon. Also bitteschön. Ja, vielen Dank. Ich darf dir das noch übergeben. Genau. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir hier heute Partner sind. Und ich habe jetzt so viele Dinge gerade gehört, wo ich anknüpfen könnte, sodass ich gar nicht genau weiß, wo ich jetzt starten soll. Wir haben ja gesehen, wie viele Anknüpfungs- oder in welchen entlang der Lieferkette man XR-Technologien einsetzen kann. Und das ist nicht nur bei den Architekten so, sondern in allen Branchen. Und deswegen gibt es eben den XR-Hub Bavaria. Und das Bayerische Staatsministerium für Digitales fördert dieses Projekt, damit wir eben dieses Thema in die Breite tragen. Wir vernetzen zum einen die Profis, wir machen Wissenstransfer von den Universitäten zu den Entwicklern bis hin zu den Anwendern und haben gerade auch einen tollen Raum der Möglichkeiten. Also das, ich finde schon das ideale Büro in der Burgstraße 4 direkt am Marienplatz, wo man kommen kann und Dinge auch ausprobieren kann. Das ist aktuell unser zweites Standbein. Und warum wir heute hier sind, ist, weil wir sehr gerne mit Architekten zusammenarbeiten. Und das hattest du ja gerade auch schon gesagt. Ich denke, dass Architekten eben sehr wichtig sind, diese virtuellen Räume zu gestalten. Und eins meiner Schlüsselerlebnisse war, dass der Luc aus Montreal vor, ich weiß nicht, ich glaube schon fast 10 Jahren gesagt hat, ich komme gerade von der Mozilla-Konferenz und jetzt wird das Internet dreidimensional und wir brauchen Architekten, um die Webpages zu gestalten. Und das ist mir so im Kopf hängen geblieben, habe ich gedacht, ja, genau das ist es und das ist wahnsinnig spannend. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir mit dem Lehrstuhl dieses gemeinsame Seminar machen können. Und zwar ist das entstanden im Rahmen eines Projektes XR Stage, das das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst unterstützt hat. Und hier geht es darum, für KünstlerInnen die Möglichkeiten zu schaffen, in virtuellen Räumen zum einen zu lernen, wie man darin arbeiten kann und ausstellen kann. Und wir haben darüber hinaus noch eine Reihe von anderen Workshops angeboten, um verschiedene Technologien zu erlernen, um einfach das Ausdrucksspektrum zu erweitern. Aber eben hier jetzt ganz klassisch virtuelle Räume sind entstanden. Wir haben aus unserem Netzwerk KünstlerInnen ausgewählt, die wir eben in das Seminar eingeladen haben. Und die Studierenden haben dann die Wünsche aufgegriffen und haben ganz tolle Räume gestaltet, die wir jetzt heute auch hier zeigen werden. Jetzt gibt es einen kurzen, so eine Art Elevator-Pitch. Die verschiedenen Projekte werden vorgestellt und dann haben wir nachher die Räume auch da und sie können begangen werden. Okay, super. Also vielleicht ganz kurz zum Lehrstuhl für Architekturinformatik. Ich darf hier vielleicht schon mal vorstellen, Lars, mit dem ich die Freude habe, immer wieder diesen Kurs zusammen zu machen. Unser Chef Frank steht auch da hinten. Und genau, also Lehrstuhl für Architekturinformatik, wir decken so ein relativ breites Spektrum ab, so zwischen Planungstools, partizipativen Simulationen und so weiter, aber eben auch fragen uns, wie kann man solche Themen wie Extended Realities und so weiter für Kunst und Kultur einsetzen. Und in dem Kurs freuen wir uns jedes Mal, dass wir eben zum Beispiel mit KünstlerInnen zusammenarbeiten, wie Tatjana Busch hier, die auch in einem Projekt mit unseren Studierenden hier umgesetzt haben. Genau, und natürlich mit dem XR Hub. Ja. Ich gebe gleich an Lars weiter, der jetzt einen Elevator-Patch machen darf. Oh, jetzt bin ich dran. Hey, hallo, ja, ich bin der Lars. Genau, das Seminar XR Hub, virtuelle Art Spaces, ist eine, meiner Meinung nach und nach meiner Erfahrung, eine wundervolle Zuteilung von Ressourcen von XR Hub und der TU, der Architektur Informatik Lehrstuhl. Wir haben die Möglichkeit, dass Studierende sich mit den Fragen zusammenfassen, was ist virtuelle Architektur. Und wir reden nicht von 3D-Modellen, und die halt als Entwurf dargestellt werden sollten, die danach gebaut werden sollten, sondern was bedeutet tatsächlich Räumlichkeit in der virtuellen Raum. Also Sachen so wie, was ist Dicke, was ist Materialität, was ist eigentlich Monumentalität in der Räumlichkeit, sind Fragen, wo wir uns ziemlich gern beschäftigen. Immer mit dem Ziel, halt ein kulturelles Projekt zu machen. Und man konnte eigentlich viel darüber forschen, aber wir mögen tatsächlich die Leute diese Frage weiterzuleiten, die das am besten beantworten können, und sind dann die Studierenden, die sich damit beschäftigen und die auf jeden Fall das definieren werden. Und ich glaube, damit kann man eigentlich schon mit der Präsentation anfangen, würde ich sagen. Ja. Okay.
Ja, wir sind Bühe und Daria, also leider daher nicht hier heute. Wir arbeiten mit Kalbach Collective, einer sehr jungen Künstlerteam. Und unsere Hauptidee ist eine bunte und interessante Stadt, virtuelle Stadt für Sie zu schaffen. Also da können Sie zusammenarbeiten, spielen, also kommunizieren, Informationen sprechen und sogar Veranstaltungen abhalten. Also jetzt besteht diese Stadt aus zwei Inseln, Workshop-Insel, Antico-Insel und Kampf-Insel. Diese Inseln alle sind miteinander verbunden und jeder hat ihre eigene Funktion. Also ich freue mich sehr, später Sie es mit unserer Realität erleben. Vielen Dank. Hallo miteinander, wir sind Noah, Clip, Clemens und Joran, der heute leider nicht da ist. Wir haben in Kollaboration mit Tatjana Busch zusammen ein immersives, interaktives Kunstwerk geschaffen, was eben mit der Thematik Zerbrechlichkeit und Nähe und Distanz eine gewisse Immersivität schafft. Und da sind sehr interessante Erlebnisse entstanden. Wenn man dieses Kunstwerk begeht, merkt man, dass sich die, durch die Nähe zum Objekt hin die Frequenz vom Licht und auch die, die Ton, der Sound sich verändert. Und dadurch entstehen eben sehr interessante Räume, die aber nicht direkt sofort wahrnehmbar sind, sondern erst, wenn man eben diesen Raum begeht, merkt man, da gibt es Wände, aber die sind nicht wie im klassischen architektonischen Sinn, eben ein Anfang und ein Ende, sondern die spürt man erst, wenn man sich länger in diesem Raum befindet. Und haben eben sehr viel mit Sensorik oder wo uns jetzt ein bisschen was erklärt, gearbeitet. Ja, genau. Auf technischer Seite, wir haben ein paar Ultra-Wideband-Module benutzt. Das ist zum Beispiel das, was auch in diesen Apple AirTags drin ist, falls Sie die mal gesehen haben. Oder zum Beispiel in industriellen Anwendungen wird das benutzt, um halt einfach in hoher Genauigkeit und halt in Echtzeit einfach die Entfernung von bestimmten Objekten zueinander zu bestimmen. Und genau, wir haben das umgesetzt, indem man einen von diesen Sensoren oder diesen Modulen halt um den Hals trägt, sage ich jetzt mal. Und dadurch bestimmt dann das Kunstwerk, wie nah man sich an den anderen Kunstwerken befindet, die man hier so ein bisschen im Hintergrund sieht. Sie können sich ein ganzes Video anschauen, das genau funktioniert. Genau, dann wird in Echtzeit halt einfach, wie Clemens schon gerade gesagt hat, der Ton angepasst, das Licht angepasst. Und das Kunstwerk reagiert einfach und tritt in so eine gewisse Konversation mit den Teilnehmenden. Genau. Guten Abend. Wie Herr Nappenbach vorhin schon ganz treffend sagte, es ist nicht immer sinnvoll, Räume digital komplett zu kopieren und dann zu erwarten, dass das im Metaverse genauso gut funktioniert, wie es auch in echt funktioniert. Die Société des Arts Technologiques in Montreal hat das versucht, in Mozilla Hubs, und haben dann aber auch irgendwann festgestellt, dass ein digitaler Raum anderen Gesetzen folgt. Und wir hatten dann die große Ehre und Freude, damit zu arbeiten und neue Eingangsbereiche für deren digitale Welt zu entwerfen. Dabei herausgekommen ist, sind drei Welten, die eher an Traumsequenzen erinnern, die, wo man sich durchbewegt. Man weiß nicht immer ganz genau, wo man ist, aber man landet eigentlich am Ende auch dort, wo man hin möchte oder noch nicht wusste, dass man hin möchte. Das ist ja eh auch eines der Mottos in der Architektur. Wir präsentieren unsere Räume drüben sowohl auf dem PC als auch mit dem VR-Headset eben einen Raum weiter und würden uns freuen, dass wir es dann auch einmal ausprobieren. Dankeschön. Hallo,
Wir sind Max und Ben. Unser Projekt ist das Projekt Unix Burning. Es ist ein bisschen düsterer als die anderen. Es geht um die Klimakrise. Und das Projekt besteht eigentlich darin, dass man über eine apokalyptische Zukunft von München fliegt, in einer Drohne, so ein bisschen zerdellt ist, und dabei erlebt, wie München aussehen wird, wenn die Apokalypse der Klimakrise so richtig zuschlägt. Und damit einhergeht die Frage, wie man das vielleicht verhindern kann und wie das dann so ein bisschen grüner werden kann auf der anderen Seite. Und ja, das ist im Prinzip die Arbeit, und weil wir dann relativ schnell festgestellt haben, dass wir zur eigentlich vorgesehenen Präsentation leider nicht da sein werden, also zur ersten Präsentation, heute sind wir natürlich hier, haben wir dann gedacht, okay, wir brauchen jetzt noch irgendwie einen Weg, wie wir das Ganze präsentieren können, was dem auch angemessen ist, und haben diesen Meta-Human erstellt, den man dann auch gleich sehen kann, der so ein bisschen über das Projekt berichtet, und da haben wir dann so ein bisschen Motion Capture gearbeitet und Unreal Engine so ein bisschen rumexperimentiert, wie man so ein digitales Wesen, so eine Persona zum Leben erweckt. Und ich stelle Ihnen heute noch ein letztes erzählerisches Projekt eher vor, auch sehr geschichtlich angehaucht. Ich habe zusammen mit Maximilian Friedmann gearbeitet, der heute auch leider nicht hier sein kann, unter der Leitung von dem jüdischen Dirigenten vom Kammerchor hier in München, Daniel Großmann. Es geht um das Leben des jüdischen Komponisten Viktor Ullmann, der im KZ Theresienstadt, wie Sie hier schon sehen, umgekommen ist und ermordet wurde. Und unser Projekt hat sich damit beschäftigt, wie bilden wir jetzt einen Raum, wo sein Leben praktisch auf einer bildenden Art und Weise eben erzählt. Und wir haben uns entschlossen, drei verschiedene Level zu bauen. Diese Level gehen dann durch sein Leben, einmal in die Richtung von dem Prager Leben, was seine Prager Periode, die er geführt hat, wo er als Komponist tätig war, dann sein Leben als Buchverkäufer, als Anthroposoph, fast der auch eine sehr wichtige Rolle gespielt hat in der Anthroposophie, und dann schlussendlich eben sein Ableben im KZ Theresienstadt, wo er ermordet wurde. Ich darf auch noch ein herzliches Dank an Ernst Hüttel ausdrücken, der netterweise das Projekt finalisiert hat. Und genau, ich würde mich auch freuen, Ihnen das Projekt zu zeigen gleich. Dankeschön. Also ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen. Ich habe außer den Munich Burner, wie heißt er? Ja. Genau, alles schon gesehen, weil damals war es noch nicht fertig, beziehungsweise konnte noch nicht gezeigt werden. Aber ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Das macht wirklich Spaß, da durch die Räume zu gehen, auch mal ein bisschen zu experimentieren. Und macht das. Und jetzt, kommt noch mein Herzensprojekt. Genau. Macht ihr noch den Modus da an? Ich mache das noch, genau. Genau, weil man in VR Dinge so wahnsinnig gut erleben kann. Kann man das auch für schlimme Dinge hernehmen, die man dann hautnah eben mitbekommen kann? Und wir haben einen jungen Ukrainer bei uns im Team, der im Gegensatz zu seinem älteren Bruder noch unter 18 war und eben nach Deutschland kommen konnte mit der Mutter und einem jüngeren Bruder. Und er hat eine Schule, die zerstört worden ist. Geh mal weg, damit man es auch sehen kann. Also hat eben Bilder von dieser Schule auch in virtuelle Räume verarbeitet und hat sie dann virtuell wieder aufgerichtet, in der Hoffnung, dass der Krieg irgendwann mal vorbei sein wird. Und hat jetzt vor kurzem daraus auch ein Charity-Projekt gemacht. Und hier ist der QR-Code, wer sich daran beteiligen möchte und für die Kinder in der Ukraine Geld spenden möchte über UNICEF. Genau, das möchte ich Ihnen einfach nur ans Herzen legen, dieses Projekt hier zu unterstützen. Vielen Dank. Und ich auch. Damit sind wir jetzt durch dem Programm oder durch alle Programmpunkte durch. Ich setze meine Brille jetzt ab und geht's zum gemütlichen Teil. Wie gesagt, die Bar ist eröffnet. Probiert die Sachen aus. Bitte, bitte, bitte. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Und connectet euch.
Unterhaltet euch, tauscht euch aus. Viel Spaß heute noch. Und vielen Dank für euer Kommen.